Herzlich willkommen. Wir haben Runge-Kutta-Verfahren kennengelernt als eine allgemeine Möglichkeit, gewöhnliche Differentialgleichungen zu lösen. Also wenn wir so eine gewöhnliche Differentialgleichung gegeben haben, typischerweise in dieser Vorlesung ja immer in dieser sehr allgemeinen Form geschrieben, dass y' von x gleich sein soll, irgendeiner rechten Seite f von x, y von x für alle x in irgendeinem Intervall a, b und im linken Randpunkt a haben wir einen Anfangswert gegeben, y von a ist y0. Dann sah unser Runge-Kutta-Verfahren ja so aus, dass wir starten mit x0 gleich a und dann jeweils, wenn wir starten mit x0 und y0 und dann entscheiden wir uns für eine Schrittweite, wie wir von x0 auf x1 kommen wollen. In x0 kennen wir den wahren Wert von y von x0, also in x0 kennen wir den Wert y0. Und mit diesen Werten gehen wir dann weiter und iterieren durch, berechnen jeweils aus dem Wert yi den Wert yi plus 1 und so weiter, aus also yi plus 1 und yi plus 2. Und wie machen wir das bei dem allgemeinen Runge-Kutta-Verfahren? Nun, wir haben gesagt, yi plus 1, das wäre ja eigentlich gleich yi plus das Integral über die Ableitung von y zwischen xi und xi plus 1. Die Ableitung von y wäre gerade das f, das heißt, wir müssten das f integrieren von die über das Intervall xi bis xi plus 1. Und in diesem f stehen die Werte x drin und da stehen die Werte y von x drin. Das heißt, wenn wir da eine Quadraturformel drauf anwenden, dann wird uns die Quadraturformel sagen, in welchen Zwischenstellen x wir das f auswerten. Und wir müssten uns aber noch zusätzlich entscheiden, was wir als y-Approximation an diesen Zwischenstellen nehmen. Und das haben wir so gelöst, dass wir gesagt haben, wir nehmen also yi plus 1 ist gleich yi plus Quadraturformel, also hi mal eine Summe Gewichte bj, klein f an irgendwelchen Zwischenstellen zwischen xi und xi plus 1. Die haben wir parametrisiert mit Parametern cj, also xi plus cj mal hi. Und dann würden wir eigentlich gerne nehmen y von xi plus cj hi. Und da wir die Werte aber nicht kennen, müssen wir die noch zusätzlich approximieren. Das waren gerade die Eta-Js, die wir bei dem Runge-Kutta-Verfahren eingeführt haben. Dafür nehmen wir eine Quadraturformel mit S-Stufen, dann hätten wir entsprechend ein S-stufiges Runge-Kutta-Verfahren. Dann wüssten wir also, wenn wir diese Approximation Eta-J haben, wie wir aus den Approximationen Eta-J und diesen ganzen Steigungen, die wir da im Richtungsfeld zusammengesammelt haben, wie wir damit die nächste Approximation an yi plus 1 machen. Bräuchten also noch eine Formel für die Eta-Js und da ist es naheliegend zu sagen, ich nehme genau denselben Ansatz. Die Eta-Js, die sollten eigentlich sowas sein wie y von xi plus cjhi. Dann wäre es einfach die ganz klassische Quadraturformel. Und also approximiere ich das Ganze, indem ich sage, y von xi plus cjhi ist ungefähr y von xi plus das Integral über die Ableitung, also über f zwischen xi und xi plus cjhi. Und dafür nehme ich dann wieder eine Quadraturformel, wobei ich sage, für die neue Quadraturformel, für die Eta-Js, da sollen keine zusätzlichen Zwischenstellen verwendet werden, also sollen keine zusätzlichen Unbekannten mehr mit auftauchen. Das heißt, die Eta-Js bestimme ich so, dass Eta-J sein soll yi plus eine Approximation an mein Integral über f zwischen xi und xi plus cjhi. Und dafür wähle ich mir wieder irgendwelche Gewichte. Die können für jedes Eta-J verschieden sein. Das heißt, die hängen jetzt von j ab, das Eta-J, was ich berechne, und noch von einem L, nämlich die S-Stufen, die ich hier langlaufen kann. AJL mal, und dann sollen dafür auch nur verwendet werden, die Steigungen, die auch oben verwendet werden. Also f von xi plus cl mal hi und die entsprechenden y-Approximationen eta l. Und damit das Ganze zumindest so viel Sinn macht, dass es für die Funktion f gleich identisch 1 richtig funktionieren würde, fordern wir typischerweise, also wir machen es in der Vorlesung so und das ist auch typischerweise, macht man es auch in der Literatur so, werden wir immer fordern, also wir werden sagen, ein Runge-Kutta-Verfahren, das heißt nur dann Runge-Kutta-Verfahren, wenn die verwendete Quadraturformel mal mindestens Exaktheitsgrad 0 hatte, also mindestens mal die Funktion f gleich konstant gleich 1 richtig integriert hat. Das heißt, wir fordern immer als Minimalforderung, dass die Summe dieser bj's, die hier auftauchen in der ersten Zeile, die soll immer gleich 1 sein.
was dafür sorgen würde, dass sie gerade yi plus hi laufen, in dem Fall, dass ihr f einfach gleich identisch 1 ist. Und das wäre natürlich ganz richtig, dann wäre die lösbare Lösung wäre ja einfach y von x gleich x, weil das die Funktion ist mit Ableitung gleich 1. Und entsprechend dasselbe soll gelten für die Eta-Js. Und da muss man gucken, wie man da die Konvention macht. Die übliche Konvention ist, dass ich vor die Summe da das hi schreibe, obwohl meine Intervallbreite, für die ich da eigentlich gerne aufintegriert hätte, ja cj mal hi war. Ich will ja von xi bis xi plus cj hi integrieren in dieser approximierten Formel für die Eta-Js. Das heißt also, hier muss rauskommen cj, wenn ich die ajls aufsummiere. Also Summe bj gleich 1 und Summe ajl L gleich 1 bis S, die soll immer ergeben. CJ für alle J gleich 1 bis S, das war das, was wir unsere Minimalforderung genannt haben. Und wir sagen in dieser Vorlesung, ein Verfahren, das das nicht erfüllt, das ist nicht mal ein Grundkutta-Verfahren. Nun, die Frage ist, wie gut ist das? Also die Frage ist, wie wählen wir das A, B und C? Und wir möchten es natürlich so wählen, dass das Verfahren, was da rauskommt, möglichst gut ist. Und wir haben ein Maß für die Güte von einem Einschrittverfahren aufgestellt, nämlich die Konsistenzordnung. Wir haben gesehen, Konsistenzordnung ist für Einschrittmethoden dasselbe wie Konvergenzordnung. Also wenn Sie ein Verfahren haben der Konsistenzordnung 1, dann hieß das, dass Ihr lokaler Fehler, wenn Sie einen Schritt machen des Verfahrens, dass der sich wie h² verhält. Dadurch, dass Sie 1 durch h Schritte grob brauchen, haben Sie also insgesamt einen globalen Fehler von 1 durch h. Das haben wir auch rigoros bewiesen, dass diese Pi mal Daumen-Abschätzung da tatsächlich stimmt. Das heißt, eine Konsistenzordnung von 1 sorgt dafür, dass Sie eine Konvergenzordnung von 1 haben. Das heißt, der Fehler, den Sie machen mit diesem Verfahren, wenn Sie alle Iterierten in einem gewissen Intervall ausrechnen, der verhält sich wie O von H. Wenn Sie die Schrittweite halbieren, haben Sie entsprechend einen halben Fehler oder die Fehlerschranke hat sich dann halbiert. Haben Sie eine höhere Konsistenzordnung von 2, dann viertelt sich entsprechend der Fehler, wenn Sie das H halbieren. Haben Sie eine Konsistenzordnung von 5, dann geht Ihr Fehler geteilt durch 2 hoch 5. Wenn Sie entsprechend die Schrittweite halbieren. Das heißt, wir möchten gerne Verfahren möglichst hoher Konsistenzordnung bestimmen. Und die Frage ist, können wir das irgendwie an diesen A, Bs und Cs sehen, welche Konsistenzordnung das resultierende Verfahren dann haben wird. Und es geht tatsächlich, man kann das sehr schön an diesen Koeffizienten A, B, C sehen. Und das möchte ich Ihnen heute gerne beweisen. Das wäre nämlich der folgende Satz. Angenommen, wir haben ein Runge-Kutta-Verfahren, schreiben wir das auch einfach kurz als ABC, das sei ein Runge-Kutta-Verfahren, also das heißt, Sie haben diese Koeffizienten klein a, es ist eine S-Kreuz-S-Matrix von Koeffizienten, klein b ist ein s-dimensionaler Vektor, klein c ist ein s-dimensionaler Vektor, da stehen diese ganzen Koeffizienten des Runge-Kutta-Verfahrens drin. Dann können wir an diesen Koeffizienten schon ablesen, ob das Verfahren Konsistenzordnung 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter hat. Ich möchte Ihnen das in dieser Vorlesung nicht in der vollen Allgemeinheit zeigen, sondern letztlich aus Zeitgründen. Da müssten wir andere Dinge streichen aus der Vorlesung. Ich möchte Ihnen das nur gerne exemplarisch vorführen. Das heißt, ich werde Ihnen zeigen, wie es für die Konvergenzordnung 1, 2 und 3 geht, Konsistenzordnung 1, 2 und 3 geht. Und dann werde ich Ihnen mit etwas Handwaveln probieren, näher zu bringen, was man machen müsste, um daraus die allgemeinen Formeln zu erhalten. Also wie sieht es aus mit Konsistenzordnung 1, 2, 3? Die Konsistenzordnung 1, die ist tatsächlich gerade äquivalent zu dem, was wir diese Minimalforderung genannt haben bei dem Runge-Kutta-Verfahren. Das heißt, das Verfahren besitzt immer, sonst hätten wir es nicht RKV genannt, das Runge-Kutta-Verfahren besitzt wegen der Minimalforderung, also wegen Summe bj gleich 1, gleich 1 bis s und Summe ajk gleich cj, k gleich 1 bis s. Diese beiden Eigenschaften, die uns so natürlich vorkamen, weil sie gerade dafür sorgten, dass die verwendeten Quadraturformeln Exaktheitsgrad 0 hatten. Und es wäre ja wahrscheinlich dämlich, der Quadraturformel zu verwenden, die im allereinfachsten Fall gar nicht, schon nicht funktionieren würden. Aus diesen beiden einfachen Forderungen folgt schon, dass das RKV besitzt, deswegen sollte ich den Satz so laufen lassen, besitzt wegen diesen beiden Forderungen. Wegen dieser Minimalforderung besitzt das RKV immer mindestens Konsistenzordnung 1.
Also das heißt, alles, was wir in dieser Vorlesung Ruhlen-Kutta-Verfahren nennen, konvergiert auf jeden Fall und das hat Konsistenzordnung 1. Das heißt, was Sie auf jeden Fall haben mit all den Verfahren, solange Sie nur diese beiden kleinen Forderungen, die offensichtlich sehr leicht sicherzustellen sind, solange Sie das erfüllen, konvergieren Sie gegen die richtige Lösung und Sie konvergieren mindestens so schnell, dass, wenn Sie Ihre Schrittweite halbieren, Sie entsprechend den Fehler halbieren. Also wenn Sie Schrittweite halbieren, heißt doppelt so viele Schritte machen, heißt doppelt so großer Aufwand, gibt Ihnen den halben Fehler für alle Methoden, die diese Minimalforderung hier erfüllt. Das ist schon mal eine super Nachricht. Das heißt, schlechter als implizites und explizites Euler werden unsere Methoden schon mal auf keinen Fall sein, die wir hier allgemein uns überlegen. Was ist, wenn Sie noch bessere Konsistenzordnung haben möchten? Was bräuchten Sie dafür? Und auch das kann man relativ leicht ausdrücken. Das ist nämlich Teil B, das RKV besitzt immer mindestens Konsistenzordnung 2. Also es kann natürlich sein, dass A erfüllt ist und die Konsistenzordnung nicht nur 1 ist, sondern noch höher. Und entsprechend kann es sein, dass das, was ich Ihnen gleich hinschreibe, erfüllt ist und die Konsistenzordnung aber noch höher ist als 2. Also wir besitzen mindestens Konsistenzordnung 2, falls gilt, dass die Summe J gleich 1 bis S, BJ CJ, wenn das gleich 1/2 ist. Und tatsächlich gilt noch ein bisschen mehr als das, was ich Ihnen hier gerade hingeschrieben habe. Das hat nämlich nicht nur dann mindestens Konsistenzordnung 2, wenn das, was ich gerade hingeschrieben habe, gilt, sondern es ist auch die einzige Möglichkeit, dass das gilt. Also wenn diese Summe BJ, CJ, wenn die nicht 1/2 ist, dann hat es auch keine Konsistenzordnung 2, dann kann die Konsistenzordnung also nur höchstens 1 sein. Schreiben wir das also genau. Das Ruhlen-Kutta-Verfahren besitzt genau dann, jetzt schieben wir das hier mal mit rein. Genau dann mindestens Konsistenzordnung 2, falls diese Geschichte gilt. Das heißt, auch hier gilt, ob Sie Konsistenzordnung 2 haben oder nicht, können Sie sehr leicht ablesen an den Ruhlen-Kutta-Koeffizienten. Alles, was Sie machen müssen, ist, Sie nehmen die Ruhlen-Kutta-Koeffizienten, setzen die da ein, kriegen raus, haben Sie Konsistenzordnung 2 oder nicht. Natürlich läuft es in der Praxis andersrum, wenn wir ein Verfahren basteln möchten, der Konsistenzordnung 2, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen mit Ihrer Anschauung und Quadraturformel dran, so haben wir das ja gemacht bei zum Beispiel Craig-Nicholson-Verfahren, impliziter Mittelpunktsformel, den entsprechenden expliziten Varianten davon. Die wirkten ja sehr vernünftig, da könnte man jetzt nachprüfen, hiermit, das kriegen Sie als Übungsaufgabe, haben die denn dann tatsächlich auch Konsistenzordnung 2, das kommt ja tatsächlich raus, die haben das. Oder man könnte den umgekehrten Weg gehen und sagen, okay, ich löse mich von der Vorstellung von Quadraturformeln und sehe das, was hier steht, einfach nur als Gleichungssystem an meine Koeffizienten und probiere diese Koeffizienten a, b und c so zu bestimmen, dass Summe bj gleich 1, Summe ajk gleich cj und Summe bj cj gleich 1/2 ist. Und dann probiere ich mit möglichst wenig Stufen das Ganze zu erreichen, sodass ich also noch ein gutes Verfahren habe, das mindestens Ordnung 2 habe. Ja, und dieses Spielchen kann man so weitertreiben. Wenn Sie Konsistenzordnung 3 haben möchten, dann kommen da wiederum Bedingungen mit rein. Also Teil C, das Ruhlen-Kutta-Verfahren besitzt auch wieder genau dann mindestens Konsistenzordnung 3, wenn das Folgende gilt. Und, so, und beim Übergang von Konsistenzordnung 2 auf Konsistenzordnung 3 kommen zwei Bedingungen mit dazu. Es muss gelten, die Summe bj cj², die muss sein 1/3 aufsummiert j gleich 1 bis s. Und es muss noch was weiteres gelten, nämlich die Summe j gleich 1 bis s bj, Summe k gleich 1 bis s ajk CK, da muss rauskommen 1/6. Ja, diese Bedingungen, die hier stehen, Sie sehen, die erste dieser Bedingungen, die scheint eine gewisse Systematik zu folgen. Wir haben die Summe der BJ gleich 1, also Summe BJ mal CJ hoch 0 gleich 1. Wir haben Summe BJ CJ gleich irgendwas, wäre also Summe BJ mal CJ hoch 1. Und hier taucht jetzt auf Summe BJ CJ zum Quadrat. Und tatsächlich kann man sich überlegen, das hängt gerade mit dem zusammen, was Sie auf dem Übungsblatt auch hergeleitet haben, dass Sie nämlich, wenn Sie eine gewisse Konsistenzordnung haben, dann müssen Sie insbesondere die Monome, also wenn die rechte Seite einfach so ein Monom ist, f von x, y ist einfach gleich 1 Funktion oder ist gleich xx oder x Quadrat oder x hoch 3, wenn Sie da das Ruhlen-Kutta-Verfahren drauf anwenden, dann
kriegen Sie da gerade diese erste dieser Bedingungen raus. Das heißt, dass diese erste Bedingung, die taucht immer wieder auf, die ist notwendig, aber es tauchen eben noch mehr zusätzliche Bedingungen auf. Denn wenn Sie eine hohe Konsistenzordnung haben, müssen Sie entsprechend Monome exakt integrieren können mit Ihrer dazugehörigen Quadraturformel. Aber das Umgekehrte gilt eben nicht. Es reicht nicht alleine diese erste Bedingung, sondern es tauchen noch weitere Bedingungen auf. Und wenn man in der Konsistenzordnung weiter nach oben geht, wir werden das, wenn wir den Beweis von dem Satz haben, nochmal uns Handwaving angucken, dann werden wir da tatsächlich, dann werden immer mehr Bedingungen auftauchen. Also so ungefähr bis Konsistenzordnung 3 kann man das auch noch vernünftig hinschreiben. Konsistenzordnung 4 wird dann schon mehr Schreibarbeit. Konsistenzordnung 5 oder 6, da wäre ich wahrscheinlich ja, eine Stunde lang im Video damit beschäftigt, Ihnen einfach nur die ganzen Bedingungen, die da auftauchen, hinzuschreiben. Nun, woran liegt das? Warum können wir an den Koeffizienten von einem Brunnen-Kutta-Verfahren so einfach sehen, welche Ordnung das Verfahren hat? Beweisen wir das Ganze? Also was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, es hat eine gewisse Konsistenzordnung. Konsistenzordnung bedeutete, wenn Sie irgendeine Lösung haben der Differentialgleichung und Sie starten an einem Punkt mit der richtigen Lösung, also an dem Punkt xi, sind Sie noch genau an der Lösung y von xi und machen einen Schritt Ihres Verfahrens, dass dieser eine Schritt Ihres Verfahrens dann Fehler der Größenordnung h hoch Konsistenzordnung plus 1 macht. Das war gerade unsere Definition der Konsistenzordnung. Also das bedeutet, wir könnten jetzt starten mit, sei y eine Lösung der Differentialgleichung y' von x ist gleich f von x, y von x und so weiter. Und tatsächlich können wir uns das Leben etwas leichter machen. Sie hatten nämlich gesehen, Übungsaufgabe 4.2 war das, dass es egal ist, ob Sie eine Differentialgleichung haben oder eine autonome Differentialgleichung haben. Eine autonome Differentialgleichung bedeutete, dass die rechte Seite f gar nicht von dem x abhängt, sondern nur von dem y abhängt. Und da haben Sie auf den Übungsaufgaben gesehen, dass Sie jede nicht-autonome Differentialgleichung, wo also in der rechten Seite ein x mit drin steht, die können Sie ganz einfach überführen in eine autonome Differentialgleichung, einfach indem Sie sagen, das x, das nehmen Sie als zusätzliche Komponente in Ihrem Vektor y auf und schon hängt Ihre rechte Seite nur noch von y ab und nicht mehr von x. Also ein nicht-autonomes Differentialgleichungssystem mit D-Gleichung ist immer äquivalent zu einem autonomen Differentialgleichungssystem mit D plus 1-Gleichung. Und da wir hier eh allgemein vektorwertige Differentialgleichungen behandeln mit beliebig vielen Komponenten, können wir also OBDA annehmen, wenn wir alle autonomen Gleichungen im Griff kriegen, haben wir damit auch alle nicht-autonomen Gleichungen im Griff. Dafür ist noch wichtig, und auch das haben Sie in der Übungsaufgabe gezeigt, dass es dem Brunnen-Kutta-Verfahren ebenfalls egal ist. Also wenn Sie das Brunnen-Kutta-Verfahren anwenden auf Ihre nicht-autonome Gleichung oder Sie wenden das Brunnen-Kutta-Verfahren an auf die eins höherdimensionale autonom gemachte Gleichung, dann sind die Iterierten, die da rauskommen, sind einfach dieselben. Das heißt, wann immer Sie etwas beweisen möchten für die Brunnen-Kutta-Verfahren, können Sie das OBDA beweisen für die autonomen Differentialgleichung. Aber wenn Sie eine nicht-autonome haben, machen Sie die autonom, können Ihre Behauptung, Ihre bewiesene Behauptung für Brunnen-Kutta-Verfahren für autonome Differentialgleichungen benutzen und dann wissen Sie, das ist ja, kommt ja selber raus bei Brunnen-Kutta-Verfahren für nicht-autonome Differentialgleichungen. Also Übungsaufgabe 4.2 sagt uns, es genügt die Behauptung für autonome Differentialgleichungen zu beweisen und das spart uns im Folgenden eine Menge Schreibarbeit. Also sei y eine Lösung von y' von x gleich rechte Seite, die nur von y abhängt. Also f von y von x für alle x in AB. Und wir nehmen wie üblich an, beziehungsweise genauer gesagt, wir haben ja eine Konsistenzordnung und die möchten wir gerne nachrechnen. Die Konsistenzordnung besagte ja, dieser Fehlerschranke für den lokalen Fehler, die muss gelten für alle Fs, die die Generalvoraussetzung erfüllen. Also wir müssen uns hier eine Lösung y nehmen, die eine Lösung ist von dieser Geschichte hier. Y hat D-Komponenten, f hat D-Komponenten und das f erfüllt die Generalvoraussetzung, gv. Ja, was haben wir noch? Wir brauchen zum Nachrechnen der Konsistenzordnung irgendeinen Punkt xi in AB. An diesem Punkt xi wären wir noch auf der richtigen Lösung, yi gleich y von xi.
geben wir dem h, das ist immer praktisch, wenn wir dem noch einen Namen geben, h ist xi minus xi minus 1, xi plus 1 minus xi, Entschuldigung, so rum wollte ich es machen. Das heißt, das ist unsere Schrittweite, mit der wir jetzt den nächsten Schritt machen wollen und entsprechend yi plus 1 sei die durch das GKV, RKV, entstandene Näherung. An y von xi plus 1. Also formal hingeschrieben, sie hat eine Iterationsfunktion psi eingeführt, also das yi plus 1 wäre psi von letzten Koordinate xi, letzte y-Koordinate yi, neuer Punkt xi plus 1 und f die entsprechende rechte Seite der Differentialgleichung. Was wir zeigen müssen ist, also zu zeigen wäre, dass unser yi plus 1, was wir hier haben, dass das dann tatsächlich eine gute Approximation ist an y von xi plus 1 und die Konsistenzordnung sagt ja gerade, yi plus 1, wenn das so nah dran ist an yxi plus 1 wie ein Term der Größenordnung h², dann wäre das gerade das, was wir für a, also für Konsistenzordnung 1 zu zeigen haben. Beziehungsweise o von h hoch 3 müssten wir zeigen für b oder o von h hoch 4 müssten wir zeigen für die Behauptung c. Und beachten Sie mal die Feinheit im Hintergrund. Wenn wir diese Landau-Notation verwenden, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, von was die zugehörigen Konstanten abhängen dürfen. Und bei der Konsistenzordnung war es so, dass die Konstanten, die hier drin stehen in den Groß-O-Term, die durften von dem f abhängen, was die Generalvoraussetzung erfüllt. Also die dürfen, Generalvoraussetzung hieß ja f und all seine Ableitungen beschränkt. Also diese Schranken, die da drin stehen, die Konstanten in den Groß-O-Term, die dürfen abhängen von den Ableitungen von f, von Schranken an die Ableitung von f und seine Ableitung. Die dürfen aber nicht abhängen von xi und yi. Das heißt, wo wir gerade gelöst haben, das darf nicht wichtig sein für die Schranken, die da drin stecken. Das war ja genau das, was wir dann beim Konvergenzbeweis gebraucht haben, also von Konsistenz auf Konvergenz übergegangen sind. Und deswegen hatten wir gesagt, wenn immer wir hier im Zusammenhang mit Einschrittverfahren unsere Landau-Notation verwenden, die Groß-O-Notation verwenden, dürfen die Konstanten von f abhängen, aber nicht vom Anfangswert xi, yi und so weiter. Ja, wie beweisen wir das? Wie beweisen wir, dass yi plus 1 irgendwie nah dran liegt an y von xi plus 1? Wir machen es genauso, wie wir es beim expliziten und impliziten Euler mal schon mal per Hand durchgerechnet hatten. Wir tailern beide Größen. Das heißt, wir probieren beide Größen damit auszudrücken, was machen die für kleine h's. Wir können erstmal annehmen, für kleine h's ist yi plus 1 wahrscheinlich irgendwie in der Nähe von yi, y von xi plus 1 irgendwie in der Nähe von y von xi. Da ist es noch das Gleiche. Also wenn die entwickelt in einer Taylor-Reihe mit bezüglich der h-Potenzen, wenn die dafür genug h-Potenzen dasselbe machen, dann ist entsprechend die Differenz ja vielleicht etwas, was nur in der Größenordnung h², h hoch 3, h hoch 4 liegt. Also wir entwickeln sowohl yi plus 1 als auch y von xi plus 1 in h-Potenzen. Machen wir das also für y von xi plus 1. Das ist erstmal naheliegend, was wir da machen. Y von xi plus 1 können wir tailern und sagen, y von xi plus 1 ist ja ungefähr y von xi plus xi plus 1 minus xi, also h mal y' von xi und so weiter plus h² halbe y2' von xi plus h hoch 3 durch 3 Fakultät, also h hoch 3 Sechstel mal y3' von xi. Und dann ist der nächste Term, der hier kommen würde, wir hatten uns ja überlegt, wenn f die Generalvoraussetzung erfüllt, ist f insbesondere c unendlich. Das heißt also, der nächste Term, der kommt, der hier reinkommt, der wäre in der Größenordnung h hoch 4 mit Konstanten, das können Sie gerade noch so lesen, ja, mit Konstanten, die da drinstehen im Groß-O-Term, die abhängen würden von der vierten Ableitung von y. Und wir hatten uns überlegt, dass die Ableitungen von y alle beschränkt sind und nur abhängen von den Schranken an f und Ableitungen von f, sodass hier also tatsächlich mit unserer Konvention der Landau-Notation im Term der Größenordnung h hoch 4 rauskommen würde.
Das Ganze behalten Sie sich immer vor Augen. Das ist zwar so einfach wie im Skalarenfall, aber das Y hat D-Komponenten. Also hier steht ein D-komponentiger Vektor Y. Y' ist ein entsprechender D-komponentiger Vektor, wo jeder einzelne Eintrag abgeleitet ist und so weiter. Y2', Y3' analog. Das heißt, Sie haben einfach in jeder Komponente von Ihrer vektorwertigen Größe haben Sie die skalare Taylor-Formel. Und jetzt könnte man sich überlegen, dieses Y' von Xi, was da steht, das wäre ja gerade gleich f von y von xi, weil das unsere Differentialgleichung gesagt hat. Das y2', was da steht, naja, das können Sie ausrechnen, indem Sie die Differentialgleichung nochmal ableiten. Das heißt, das y2' wäre die Ableitung von diesem Ausdruck f von y von x, abgeleitet nach x und dann das Ganze ausgewertet an der Stelle xi. Das heißt, Sie hätten hier die Funktion f von y von x, das ist also eine Kettenregel, dass Sie das skalare x einsetzen in die vektorwertige Größe y, das ist also x auf y von x ist eine Funktion von r oder vom Intervall ab in den r hoch d. F geht dann vom r hoch d, sind r autonom, das hängt nicht von x ab, sondern nur von der y-Komponenten, also nicht von r hoch d plus 1 wie bisher, sondern nur von r hoch d. F geht von r hoch d in den r hoch d. Und dann gilt an der Stelle natürlich die Kettenregel in der entsprechenden mehrdimensionalen Analysis. Das heißt, Sie hätten die Ableitung von F. Die Ableitung von F wäre gerade die Jacobi-Matrix von F. Also die Jacobi-Matrix F' an der Stelle y von xi mal die innere Ableitung y' von xi. Und y' von xi wäre wiederum gleich F von y von xi, also das hier wäre gerade f' von y von xi mal f von y von xi. Ja, die dritte Ableitung von y, das haben Sie in Summendarstellung, hatten wir Ihnen das schon auf dem Übungsblatt gegeben. Dafür müssten wir uns jetzt überlegen, was ist die zweite Ableitung von f. Also wenn Sie das jetzt nochmal ableiten, haben y2' von x, ist f' von y von x mal y' von x oder f' von y von x mal f von y von x, dann ist die Frage, was kommt raus, wenn Sie diesen Ausdruck nochmal ableiten. Und dafür ist es nützlich, sich vor Augen zu führen, was denn die Ableitung überhaupt war. Sie haben typischerweise in der Schule, starten Sie damit, dass die Ableitung sowas ist wie die momentane Änderungsrate oder die Tangentialsteigung, die sich ergibt, wenn Sie diese Kantensteigung zur Tangentensteigung überführen, entsprechend die Differenzenquotienten in den Differentialquotienten überführen. Im Mehrdimensionalen ist die noch viel nützlichere Vorstellung für die Ableitung, dass Sie sagen, die Ableitung ist die best approximierende lineare Funktion. Das ist bei der Tangentensteigung natürlich, das heißt das nichts anderes, als dass die Tangente ist die best approximierende lineare Funktion, die sich in diesem einen Punkt, wo Sie Tangente gebildet haben, an den Funktionsgraphen anschmiegt. Im Mehrdimensionalen bedeutet das, die Ableitung von einer Funktion, hier zum Beispiel das f vom r hoch d in den r hoch d, ist die best approximierende lineare Funktion von r hoch d nach r hoch d. Das heißt, in einem Punkt die Ableitung zu bilden, gibt Ihnen ein f' an diesem Punkt. Und dieses f' an diesem Punkt, also f' von y von xi, ist eine lineare Funktion von dem r hoch d in den r hoch d. Üblicherweise beschrieben als Jacobi-Matrix, lineare Funktion von r hoch d in den r hoch d, ist dann entsprechende r hoch d kreuz d-Matrix. Mit dieser Vorstellung oder mit dieser Interpretation der Ableitung ist es dann auch klar, was die zweite Ableitung ist. Die erste Ableitung kriegt eine Stelle, wo sie gebildet wird, aus dem r hoch d, macht daraus eine lineare Funktion von r hoch d in den r hoch d. Die zweite Ableitung ist die best approximierende lineare Funktion dazu. Das heißt, die zweite Ableitung kriegt eine Auswertungsstelle im r hoch d, von der sie abhängt. Dort haben sie die zweite Ableitung gebildet. Und was macht die zweite Ableitung daraus? Nun, wohin bildet die ab? Die zweite Ableitung macht daraus eine lineare Approximation an eine Funktion, die vom R hoch D in die lineare Abbildung von R hoch D kommt, in den R hoch D geht. Das heißt, die zweite Ableitung, und ich glaube, spätestens an der Stelle sollte ich Ihnen das mal hinschreiben. Also wir haben das F' von y von xi, ist ja immer y von i, deswegen kann ich das und schreiben f' von yi, das ist eine lineare Funktion. Ich schreibe es also so geschwungen L vom r hoch d in den r hoch d. Da können wir auch sagen, das ist der Raum der d kreuz d Matrizen. Das heißt, das f' ist etwas, das bildet ab von dem r hoch d in den
Also es kriegt ein Yi und macht aus dem Yi eine lineare Funktion von R auf D nach R auf D. Das F2' würde also entsprechend eine lineare Approximation an diese Funktion sein, die aus Yi diese Matrix macht. Das heißt, das wäre eine lineare Funktion, die kriegt etwas aus dem R hoch D und macht daraus eine lineare Funktion von R hoch D, R hoch D. Die dritte Ableitung wäre entsprechend eine lineare Funktion, die geht von dem R hoch D in die linearen Funktionen von R hoch D nach, in die linearen Funktionen von R hoch D nach R hoch D. Das heißt, das Ganze würde immer so weitergehen, wenn wir höhere Ableitungen bilden. Und dann kann man sich leicht überlegen, wenn Sie sowas haben, eine lineare Funktion vom R hoch D in die linearen Funktionen vom R hoch D nach R hoch D, dann sind das gerade die bilinearen Funktionen auf R hoch D kreuz R hoch D. Das heißt, dieses F2' von Yi kriegt dieses erste R hoch D und dieses zweite Ding aus R hoch D macht daraus was, was wiederum in R hoch D ist und ist bezüglich beider Komponenten linear. Wenn man sich noch überlegt, ist es dann auch symmetrisch wegen dem Satz von Schwarz. So, und was wäre das also an dieser Stelle hier? Das Y3' wäre also die Ableitung von dem F' Y mal F von Y. Und wenn wir das entsprechend ableiten, dann käme hier also raus die zweite Ableitung an der Stelle Y von XI. Das wäre gerade Y von I. Und die kriegt dann zwei Komponenten, nämlich einmal das F von Y von XI. Also F von YI. Und sie kriegt die innere Ableitung, also das y von xi abgeleitet, gibt wieder f von yi. Und dann haben wir immer nur nach dem vorderen Ding abgeleitet. Eigentlich müssten wir nach dem vorderen y abgeleitet. Wir müssten nur nach dem hinteren y, was da drin steckt, ableiten. Das heißt, wir hätten hier noch plus f' von yi mal f von y von xi abgeleitet, gibt also wiederum f' von yi mal f von yi, dann hätten Sie noch ein plus y' mit dabei. Und um uns da die Schreibarbeit ein bisschen zu ersparen, schreiben wir das Ganze kurz so, dass wir sagen, ja, in all dem, was wir jetzt hinschreiben, lassen wir nämlich jetzt einfach dieses Argument y von yi weg. Also alle y von xi's, die hier stehen, das ist ja einfach yi. Wenn wir die einfach weglassen, dann sagen wir also, wann immer wir f' schreiben, meinen wir damit f' an der Stelle yi. Und das ist so ein bisschen missverständlich, weil wir werden f' oder f auch noch an anderen Stellen auswerten müssen. Aber aus dem Kontext und der Dimension, ich werde Sie jedes Mal wieder darauf hinweisen, werden wir sehen, ob wir gerade mit f' das f' von yi bezeichnen oder nicht. Entsprechend schreiben wir f2' schreiben wir uns als Kurzversion für f2' von yi. Und wir machen das Ganze natürlich genauso mit f. Also f soll auch einfach sein. F von yi, dieser d-dimensionale Vektor. Und was wir außerdem noch machen, ist diese Anwendung von f2' auf zwei Vektoren. Das ist ja etwas, was dann bilinear bezüglich beider Komponenten ist. Also Sie könnten das so schreiben, dass Sie sagen f2' von yi, das in Klammern, dann Klammer auf von dem ersten Vektor r hoch d. Und das, was dann da rauskommt, ist ja etwas, was noch einen Vektor kriegt in r hoch d. Also ist dann nochmal angewendet auf ein r hoch d. Und das, was dann rauskommt, ist ein Vektor im R hoch D. Und das schreiben wir durch diese Bilinearität, schreiben wir das auch suggestiv auch so, dass wir sagen, schreibe für zwei Vektoren UV im R hoch D, schreiben wir nicht F2' von YI und dann U und V eingesetzt in diese Bilinearform, sondern wir schreiben das auch kurz als, ja, erstmal schreiben wir nur f2' statt f2' von yi. Das ist, glaube ich, schwer zu sehen, es sollten zwei Striche sein. Wir schreiben f2' statt f2' yi. Und dass es bilinear in u und v ist, das ist etwas, was man formal schön dadurch schreiben kann, dass man das so schreibt, u transponiert f2' v. Das ist kein transponiert Rechnen, weil das f2' ist ja etwas, das kriegt zwei Vektoren und macht daraus einen d-dimensionalen Vektor. Das heißt, das f2' ist keine Matrix, wo Sie links und rechts einen Vektor dran multiplizieren könnten und dann kommt ein Skalar raus, sondern das f2' ist etwas, was aus zwei Vektoren bilinear wiederum einen Vektor macht. Das heißt, diese Schreibweise hier, die ist mathematisch nicht rigoros, ist aber etwas, definieren Sie uns, dadurch, dass Sie diesen rechten Ausdruck
definieren. Erst dadurch wird sie rigoros. Hier ist kein transponiert, mal Matrix, mal Vektor, was hier mitgeschrieben ist. Aber das Schöne an dieser Schreibweise ist, dass sie in der Schreibweise automatisch bilinear mit den Vektoren U und V rechnen würden. Und sie sparen sich entsprechend ein bisschen Schreibarbeit gegenüber der rechten Seite. Also wenn wir das insgesamt so machen, kommt da also raus, und das hatten Sie ja gerade in der Übungsaufgabe, haben wir die hier 3.2 sich überlegt. Also alles, was ich hier gemacht habe, haben Sie in Übungsaufgabe 3.2 ordentlich nachgerechnet gehabt. Da kommt dann also raus y von xi plus 1 mit dieser entsprechenden Kurzschreibweise wäre yxi plus 1 wäre gleich y von xi. Das ist also yi plus h mal f von yi, also in Kurzschreibweise einfach plus h mal f plus h Quadrat halbe. F Strich an der Stelle yi mal f von yxi, also f von yi, f Strich yi, f von yi. Hier ist in Kurzschreibweise einfach f Strich mal f, weil an beiden Stellen das Argument von yi weglassen. Plus h hoch 3 Sechstel. Und jetzt steht hier dieses f2 Strich in Klammern f, f, was wir auch schreiben mit dieser Transponiert-Schreibweise, damit wir an die Bilinearität denken. F transponiert f2 Strich f und hier entsprechend f Strich von yi, f Strich von yi, f von yi, lassen wir das y von yi weg und haben also f Strich, die Jacobi-Matrix, an der Stelle yi ausgewertet. Zweimal hintereinander zum Quadrat und das Ganze angewendet auf den Vektor f. Und das gibt uns dann bis auf Terme der Größenordnung h hoch 4 die Entwicklung von unserem y von xi plus 1. Und die Idee wäre jetzt, wir müssen eine analoge Entwicklung hinkriegen für das, was das Wurm-Kutta-Verfahren macht, für das yi plus 1. Dann könnten wir hier die Terme vergleichen in der Entwicklung und wenn die übereinstimmen, zumindest bis auf diesen Term h, der hier in der h-Potenz, h-1-Potenz drin steht, dann hätten wir insgesamt, dann hätten wir eine Differenz mit einem Fehler der Größenordnung h-Quadrat, dann wäre also a erfüllt. Wenn der h-Quadrat-Term auch noch übereinstimmen würde, hätten wir einen Fehler bis auf die Größenordnung h hoch 3, wäre b noch erfüllt und wenn der letzte Term auch noch übereinstimmt, hätten wir eine Differenz mit einem Fehler der Größenordnung h hoch 4, dann wäre also c erfüllt. Also alles, was wir jetzt noch machen müssten, wäre entsprechend das yi plus 1 genauso zu tailern. Genauso zu tailern heißt, wir müssten es in der H-Potenzreihe entwickeln, die als Koeffizienten immer nur das yi und f und Ableitung von f ausgewertet an der Stelle yi enthält. Machen wir das Ganze und überlegen uns, wie sieht das aus für die yi plus 1. Nun, das Erste, was wir haben, ist unsere Formel aus dem Wurm-Kutta-Verfahren für yi plus 1. Also wir wissen, yi plus 1 möchten wir gerne entwickeln in H-Potenzen. Also nehmen wir uns erstmal die Formel für yi plus 1. Die war ja gerade yi plus h mal die Summe bj f von eta j wird gleich 1 bis s. Und hier kommt dieser kleine Nachteil unserer abkürzenden Schreibweise. In dem Moment, wo ich Ihnen f von eta j hinschreibe, ist jetzt nicht klar, meine ich damit wirklich einfach f von eta j oder meine ich das f ausgewertet an der Stelle yi, weil diese Auswertung lasse ich hier mal weg, mal eta j. Wir können es aber, ich werde es immer probieren dazu zu sagen, und Sie können es sich auch immer aus den Dimensionen erschließen, denn f von yi von eta j wird ja keinen Sinn ergeben. F von yi ist ein d-dimensionaler Vektor, eta j ist ein d-dimensionaler Vektor. Also in dem Sinne ist diese abkürzende Schreibweise dann doch mit etwas, ja, mit etwas Gedankengut investiert, etwas Gehirnschmalz investiert, ist dann doch immer eindeutig, weil Sie anhand der Dimensionen sehen, ob bei dem f oder dem f' und so weiter gerade ein von yi weggelassen wurde oder nicht. Hier ist es nicht weggelassen, hier ist es wirklich f ausgewertet an der Stelle eta j. Aus unserer Wurm-Kutta-Methode, die hier vorne eigentlich noch dieses xj plus entsprechend xi plus cj hatte, was aber weg ist, wenn das f nicht gar nicht von diesem Ausdruck abhängt, wenn das f gar nicht von der x-Komponente abhängt. Nun, was machen wir damit? Was wir damit natürlich wunderbar machen können, ist zu sagen, wir tailern uns das f, was da hinten drin vorkommt. Das eta j, das ist ja, also sind ja irgendwelche Approximationen an die y-Komponenten. Für kleine h werden die sich wahrscheinlich so ungefähr wie yi enthalten, verhalten. Also probieren wir das f von eta j zu ersetzen durch ein f von yi und irgendwelchen Ableitungen, die drin vorkommen.
Also hinten ist f getailert, dann hätten wir hier also yi plus h mal die Summe bj, j gleich 1 bis s. Und jetzt wäre also mein f von eta j wäre ja gleich f an der Stelle nicht eta j, sondern an der Stelle yi plus f' an der Stelle yi mal eta j minus yi. Und ich mache dieselbe Konvention wie vorhin. Ich lasse das von yi lasse ich weg. Das heißt, statt f von yi schreibe ich einfach mal f. Statt f' von yi schreibe ich f'. Und Sie behalten den Überblick mit den Dimensionen. In dem Moment, wo ich hier das f' multipliziert habe mit diesem Vektor, heißt es, da fehlt noch die Komponente, wo ich das f' ausgewertet habe. Ja, und so weiter, mehrdimensionaler Taylor. Das nächste wäre 1/2 mal f2' an der Stelle yi mit eta j minus yi als beide Komponenten in diese Bilinearform eingesetzt. Also mit unserer Schreibweise eta j minus yi transponiert mal f2'. Eigentlich schreibe ich ihn kurz hin, ist schnell weg. Eigentlich f2' an der Stelle yi mal eta j minus yi und das yi spare ich mir, um schneller, um weniger zu schreiben zu haben. Und der nächste Term, der wäre dann entsprechend die dritte Ableitung und dreimal eta j minus yi eingesetzt in die Trilinearform der dritten Ableitung. Aber das müssten wir uns gar nicht mehr angucken. Wir können ja, also die Vermutung werden wir uns gleich auch beweisen, aber die Vermutung liegt ja nahe, dass eta j minus yi sich ungefähr so verhält wie h, dann wäre also das schon der Term der Größenordnung h Quadrat. Mit dem h multipliziert, was wir vor der Summe haben, wäre das schon die Entwicklung bis h hoch 3. Und das nächste, was kommt, wäre dann entsprechend mit dem h vorne etwas der Größenordnung h hoch 4. Also hoffen wir mal, dass das auch hier klappt. Also plus Terme der Größenordnung eta j minus yi hoch 3. In der Hoffnung, dass das dann zusammen mit dem h Terme der Größenordnung h hoch 4 gibt, die ich gar nicht mehr weiter betrachten muss. Also wir müssen uns überlegen, was machen die eta j? Also ich könnte das yi plus 1 kann ich entwickeln in h-Potenzen, wenn ich weiß, wie das eta j minus yi, wie ich das in h-Potenzen entwickeln kann. Also machen wir das. Was wissen wir über die eta j? Wir wissen über die eta j, dass eta j gleich ist yi plus h mal die Summe ajk, klein f, x-Koordinate gibt es nicht, weil wir autonom sind, also klein f von eta k, k gleich 1 bis s. Das wissen wir und daraus, ja, jetzt können wir uns überlegen, was folgt daraus. Für explizite Verfahren könnte man sich jetzt überlegen, ob man die Etas, da ist das erste Eta, Eta 1 wäre gleich yi, Eta 2 könnten Sie entsprechend entwickeln, da käme dann irgendwas mit h und f von yi raus. Das heißt, bei einem expliziten Verfahren könnten Sie das jetzt tatsächlich so hintereinander einsetzen und die Etas nacheinander entwickeln. Bei den impliziten Verfahren haben wir das Problem, dass die Eta jetzt auf der rechten Seite durchaus dieselben enthalten können, wie die auf der linken Seite stehen. Das heißt, da können wir nicht einfach nacheinander die Etas entwickeln, weil wir nur eine implizite Gleichung für die Etas gegeben haben. Trotzdem kriegen wir aber auch aus der impliziten Gleichung für die Etas, kriegen wir schön die h-Potenzentwicklung raus. Alles, was wir dafür nämlich machen müssen, ist uns zu überlegen, dass diese rechte Seite, die hier steht, da steht ja schon h drin und das f, was hier drin steht, das erfüllt ja die Generalvoraussetzung und von den Schranken, das heißt, das f ist beschränkt, Ableitungen von f sind beschränkt und die Schranken, die davor kommen, das ist genau das, die ich in meinen Lambda-Symbolen zusammenfassen darf in meiner Groß-O-Notation. Das heißt, hieraus folgt schon mal direkt, dass das eta j gleich ist yi plus Terme der Größenordnung h, wobei in diesen Konstanten stecken die ajks drin, die sind fest, die hängen an den Kutter-Methoden, und die Schranke an das f, die ist fest, f erfüllt die Generalvoraussetzung. Ja, und das ist schon mal prima, weil das bedeutet, wenn wir hier oben nochmal hinschielen an den Stellen, wo eta j minus yi steht, das ist tatsächlich in der Größenordnung h, also dieses Verrechnen in h-Potenzen, das klappt da tatsächlich schon mal. Nun, was machen wir damit? Wir möchten das eta j aber wahrscheinlich noch in höheren h-Potenzen haben. Denn also wir möchten hier nicht einfach nur die h-Potenzen drinstehen haben, sondern das, also die zur Größenordnung o von h, sondern wir werden noch mehr
an der Stelle brauchen. Denn wenn Sie das zum Beispiel formal mal hier oben, ich hoffe, Sie sehen es mit dem kleinen Punkt, der hier mal auf dem Bildschirm erscheint, wenn ich mit dem Stift nah genug dran gehe. Also wenn Sie hier sich überlegen, Sie setzen an dieser Stelle hier einfach nur ein O von H ein, also eta j minus yi ist etwas in der Größenordnung O von H, und Sie lösen hier die Summe auf, dann kriegen Sie also etwas raus mit dem Term der Größenordnung O von H Quadrat, wo Sie nicht wissen, wie die Vorfaktoren sind. Das heißt, damit könnten Sie, also mit dieser Geschichte könnten wir A schon beweisen, aber wir können B und C noch nicht beweisen. Machen wir gleich alles gleichzeitig, indem wir das Ganze noch weiter entwickeln. Wie kommen wir noch weiter? Naja, wir wissen jetzt, eta j ist yi plus O von H. Um es weiterzuentwickeln, kommen wir an der Stelle nicht weiter, weil hier ein f von eta k drin steht. Aber wenn ich was über eta weiß, weiß ich auch was über f von eta. Denn aus dieser Geschichte hier folgt, dass f von eta k ja gleich ist f von y, also es wäre ja mit Taylor-Formel für das f, wäre das f von yi plus eta k minus yi. Und das Ganze eingesetzt in f' von yi. Das ist von yi wieder weggelassen. Heißt, eta k minus yi verhält sich wie O von H. f' ist beschränkt durch eine Konstante, die Generalvoraussetzung. Also f von eta k ist gleich f plus irgendetwas der Größenordnung eta k minus yi. Das kann ich Ihnen auch gleich, wenn ich das so schreibe, ist das nicht sauber, weil hier danach noch Term der Größenordnung eta k minus yi zum Quadrat kommen würden. Die brauche ich aber gar nicht. Mir reicht es an der Stelle auch einfach zu sagen, das ist gleich f von yi weggelassen, plus Term der Größenordnung yi minus eta k. Ja, yi minus eta k verhält sich ja wie h, also das ist gleich f plus o von h. Also das heißt, aus der Formel für die Etas habe ich die erste Entwicklung für die Etas, kriege ich die erstmal nur bis zu O von H raus. Das kann ich aber wiederum in die Fs einsetzen, kriege die Entwicklung der Fs bis zu O von H. Und diese Geschichte, die kann ich jetzt wieder hier einsetzen in meine Gleichung für die Eta Js, denn jetzt weiß ich, was die F von Eta Ks machen. Das kriege ich hier noch reingequetscht. Daraus folgt nämlich jetzt, wenn ich das nochmal einsetze im Stern, dass Eta J gleich ist yi plus h mal die Summe k gleich 1 bis s ajk. Ja, und eben habe ich im ersten Schritt habe ich einfach mal f von eta k brutal abgeschätzt gegen eine Schranke, also gegen o von 1. Jetzt, damit habe ich rausgekriegt, was macht eta j, damit habe ich rausgekriegt, was macht f von eta k, und jetzt kann ich damit reingehen und weiß, was das f nicht nur bis auf o von 1 macht, sondern dass es sogar gleich ist f plus o von h. Also das ist f. Und f heißt immer f von yi plus o von h. Und das heißt also, ja, yi plus h mal f und die Summe ajk, die Summe ajk, das war ja gerade cj. Also yi plus h cjf plus Terme der Größenordnung h². Das heißt, aus diesen impliziten Gleichungen kriege ich ebenfalls eine Entwicklung in den H-Potenzen für die eta j raus. Nur muss ich das eben dadurch machen, dass ich aus der impliziten Gleichung das erstmal nur bis zur größten Term der Größenordnung O von H rausbekomme. Das setze ich wieder ein, kriege damit die Entwicklung bis zur Größenordnung H². Dasselbe Spielchen kann ich jetzt nochmal machen. Ich werde die Etas ja brauchen bis zu O von H hoch 3. Dann, wenn ich hier alle Terme, die hier oben mit der zweiten Gleichung, langen Gleichung drinstehen, wenn da diese ganzen eta j minus yis, wenn ich die bis o von h hoch 3 entwickelt habe, dann ist mit dem mal h, was da vor der Summe steht, habe ich das insgesamt bis o von h hoch 4, dann habe ich gleich a, b und c gleichzeitig mit bewiesen. Also machen wir das, wir gehen mit dieser Formel, die ich hier gerade hergeleitet habe, gehen wir jetzt nochmal in diese Formel Stern rein. Dann probieren wir das Ganze, ob ich das mit Copy und Paste hinkriege. Ich glaube, es wird schneller, wenn ich Ihnen das einfach nochmal abschreibe. Machen wir das so. Ja, also wir haben diese Formel Stern von der letzten Folie. Die war ja einfach die Formel, die wir hatten für die Etas. Also wir wussten, die Etas, die erfüllen eta j
erfüllt aus unserem Runge-Kutta-Verfahren Yi plus H mal die Summe AJK mal F von Eta K. K gleich 1 bis S. Außerdem haben wir gerade bewiesen, dass unsere Eta J's minus Yi, dass die sich verhalten wie HCJF plus O von H Quadrat. Also das war die Formel Stern aus der letzten Folie und die letzte Formel, die ich gerade vergeblich für Sie probiert habe zu copy und pasten. Nun, jetzt können wir das Ganze also nochmal ineinander einsetzen. Also aus der Entwicklung für Eta J, die ich hier habe, bis zu O von H Quadrat, mache ich mir eine Entwicklung für das F von Eta K bis zu der entsprechenden Größenordnung O von H auf Quadrat, setze es dann wieder in die oberste Gleichung hier ein und kriege eine Entwicklung für das Eta J, eine H-Potenz höher bis H hoch 3 raus. Also daraus folgt F von Eta K ist ja gleich Taylor-Formel F an der Stelle yi plus f' an der Stelle yi mal eta k minus yi plus zweite Ableitung f2' an der Stelle yi mit eta k minus yi zweimal eingesetzt in die Bibel in RV plus das entsprechende der dritten Ableitung und so weiter. An der Stelle kann ich schon abschneiden. Das, was hier kommt, sind Termen der Größenordnung eta k minus yi zum Quadrat. Ja, und wir wissen schon, O von Eta K minus Yi zum Quadrat, das ist ja einfach gleich O von H Quadrat. Denn wir hatten ja schon nachgerechnet gehabt auf der letzten Folie, dass Eta K minus Yi sich wie O von H verhält. Also kann ich diese Geschichte wiederum einsetzen in, das war auf der letzten Folie auch schon Stern, also setze diese Geschichte wieder in Stern ein und kriege raus, mein Eta J ist gleich Yi plus H mal die Summe AJK, K gleich 1 bis S. Das, was ich gerade ausgerechnet habe, für F von Eta K eingesetzt. Also das heißt, hier hätten wir jetzt F an der Stelle YI plus F' an der Stelle YI, wie mal weggelassen, angewendet auf Eta K minus YI. Plus Terme der Größenordnung h². Also da kommt raus erstmal dasselbe, was wir eben schon hatten, yi plus h mal die Summe ajk mal f, da hängt das f ja gar nicht mehr ab von k, also Summe ajk ist cj, also yi plus h cj mal f an der Stelle yi haben wir weggelassen, plus ja, h mal Summe ajk f' von eta k minus yi, also plus h mal Summe ajk, k gleich 1 bis s, f' an der Stelle yi, wird mal weggelassen diese Auswertung, mal eta k minus yi, und eta k minus yi habe ich ja hier oben hergeleitet, eta k minus yi ist gleich h mal ck f plus Terme der Größenordnung h zum Quadrat. Und von ganz hinten noch das O von h Quadrat, gleich mit dem vorderen h noch multipliziert, gibt also Terme der Größenordnung h hoch 3 an der Stelle. Ja, sortieren wir das nochmal kurz durch. Was wir jetzt also haben, wäre yi haben wir von vorne. Wir haben h, c, j, f, das was wir auch vorhin schon hatten, plus Terme der Größenordnung h². Und jetzt wissen wir auch, wie diese Terme der Größenordnung h² aussehen. Die sehen nämlich so aus, wenn wir hier diese Summe ein bisschen zusammenfassen, dann steht da ja gerade h mal h, also h². Wir haben die Summe ajk mal ck da drin stehen und wir haben das Ganze mal f'f, also die Jacobi-Matrix von f an der Stelle yi ausgewertet mal f, den Vektor f, ausgewertet an der Stelle yi, ziehen wir das vor die Summe, dann steht hier also h Quadrat f' von yi mal f von yi mal die Summe k gleich 1 bis s ajk ck und der Fehler, den ich dann noch habe, sind alles andere sind Terme der Größenordnung h hoch 3, hier das o von h Quadrat mit dem h multipliziert und das hintere o von h hoch 3 gleich zusammengefasst.
Also das heißt, wir haben unsere Darstellung, wie wir das Eta J minus Yi können wir jetzt entwickeln bis zu Termen der Größenordnung H hoch 3. Und jetzt blätter ich Ihnen hier mal kurz zurück. Ich muss das schaffen, Ihnen hier ein Stück hoch zu scrollen. So, da haben wir ja unsere Formel hier gehabt, die uns sagte, wie verhält sich das yi plus 1 in Abhängigkeit davon, was das eta j macht im Vergleich zu yi. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Darstellung haben für eta j minus yi, die bis u von h hoch 3 geht, dann können wir das hier einsetzen und diese u von h hoch 3 Terme werden immer mindestens mit dem h da vorne noch multipliziert, gibt also u von h hoch 4 Terme. Das heißt, ich nehme jetzt diese rot gekästelte Formel und setze in diese rot gekästelte Formel, an der Stelle würde ich mir wirklich ein bisschen Tafelgeschichte wünschen, dass ich hier in einem Hörsaal wäre mit mehreren Tafeln, sodass ich nicht ständig hin und her blättern muss. Ich nehme diese hier rot eingekästelte Formel und setze für das eta j minus yi, setze ich ein das, was wir hierher geleitet haben für das eta j, also diese rot gekästelte Formel. Setze ich ein. Und ich nehme an, dass die meisten von Ihnen sowieso einfach das Skript gleichzeitig lesen, sodass ich das auch einfach diese beiden roten, gut eingekastelten Formeln jetzt einfach übertragen werde auf die nächste Formel. Also wir haben die rot eingekastelte Formel, die wir auf der Folie vorher hatten. Die sah ja gerade so aus, das yi plus 1. Erste rot eingekastelte Formel von vor zwei Folien ist yi plus 1 war gerade yi plus h mal die Summe j gleich 1 bis s. Und dann kam eigentlich f von eta j und das haben wir das f getailert, so kamen wir auf diese rot gekästelte Formel, kommt also f von yi plus f' von yi mal eta j minus yi und zweite Ableitung 1/2 eta j minus yi transponiert. Zweite Ableitung an der Stelle yi eta j minus yi. Und ich habe vergessen, bei dieser Summe j gleich 1 bis s steht noch die bj mit drin. Also ich habe hier yi plus h mal die Summe bj, j gleich 1 bis s. Und das, was ich hier jetzt hingeschrieben habe, ist ja gerade das f von eta j, eine Näherung an f von eta j. Also Summe bj, f von eta j wollte ich eigentlich hinschreiben. F von eta j habe ich hiermit approximiert, bis auf einen Term der Größenordnung. Dann darf ich die Klammer noch nicht zumachen, wenn ich das so schreibe. Und habe diese Geschichte also bis auf einen Term der Größenordnung u von eta j minus yi hoch 3. Klammer zu. Ja, in diese Geschichte hier setze ich jetzt das ein, was ich gerade hergeleitet habe, wie sich eta j minus yi verhält. Also diese andere rot gekästelte Formel, die ich blätter Ihnen noch einmal zurück, die ich hier rot eingekästelt habe. Also ich weiß, eta j minus yi verhält sich wie dieser lange Ausdruck hier. Das setze ich jetzt also an den Stellen hier überall ein. Und dann kriege ich insgesamt, das ist natürlich so ein bisschen nervige Schreibarbeit, aber es ist letztlich einfach nur ein Einsetzen und schauen, ab welchem Term wird die H-Potenz so groß, dass ich sie sowieso weglassen kann. Und damit kriege ich das Ganze dann entsprechend die potenzielle Entwicklung für das yi plus 1 raus. Machen wir das Ganze. Also ich weiß, eta j minus yi kriege ich damit unter Kontrolle, also yi plus, schauen wir uns hier mal die Terme nacheinander durch. Wir haben hier h mal die Summe j gleich 1 bis s, bj mal f. Summe bj gleich j gleich 1 bis s, die kann ich auch gleich weglassen, die gibt ja sowieso gleich 1, also der erste Summand, der hier steht, der wäre einfach gleich yi plus h mal f. Dann käme als nächstes der zweite Summand hier. Also wir hätten da stehen h mal Summe bj, f' an der Stelle yi ausgewertet, wie immer, mal eta j minus yi.
Nehmen wir das f, das Eta-J hängt ab von dem Summenindex, das f' nicht. Also nehmen wir das f', die Jacobi-Matrix noch mit raus aus der Summe und haben hier also f' mal die Summe j gleich 1 bis s, bj, Eta-J minus yi. Und dasselbe an dem hinteren Term, da wäre also entsprechend ein halb haben wir. Wir haben ein h und wir müssen, da die Eta j abhängen von Index j, muss ich das Zeug mit drin lassen. Also wir haben hier die Summe j gleich 1 bis s. Das soll ein s sein hier oben. Bj Eta j minus yi transponiert. Dann kommt die zweite Ableitung und dann kommt, ich quetsche Ihnen das hier mit runter. Das mal Eta J minus YI. Das werden die entsprechenden Summanden auseinandergezogen und das U von Eta J minus YI, da wissen wir schon, Eta J minus YI verhält sich zumindest mal wie die Terme der Größenordnung U von H. Also das wäre schon mal U von H hoch 3 und bei dem H von vor der Summe ist also alles, was danach kommt, schon mal etwas, was zumindest Terme der Größenordnung U von H hoch 4 sind. Also diese ganze Zeile noch. Plus u von h hoch 4. Ja, und jetzt setze ich für eta j minus yi meine entsprechende Darstellung ein für das erste, was hier vorkommt. Also der erste Ausdruck, den lassen wir natürlich erstmal so. Yi plus h mal f, da ist schon alles gut. Jetzt müsste an der Stelle hier h mal f' mal die Summe j gleich 1 bis s. Bj und das Eta j minus yi sollte ich jetzt bis zu Termen der Größenordnung u von h hoch 3 entwickeln, damit es mal dem h etwas gibt der Größenordnung h hoch 4. Also hier setze ich mein komplettes Ding ein, was ich auf der letzten Folie rot umkästelt hatte. Das heißt, das Eta j minus yi, das ist ja gerade hcjf plus h Quadrat f'f Summe k gleich 1 bis s ajk CK plus Terme der Größenordnung U von H hoch 3. Damit hätten wir also diesen Bereich hier, diesen zweiten Summanden, entsprechend weit entwickelt, sodass, wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, die Terme, wo wir die Konstanten davor nicht kennen, nur eine Terme der Größenordnung U von H hoch 4 sind. Den letzten Summanden noch, der hätten wir entsprechend plus ein halb H mal die Summe j gleich 1 bis s. Bj. So, und jetzt käme hier Eta J minus YI entsprechend eingesetzt. Und wir erinnern uns, diese Schreibweise mit dem Vektor transponiert, mal zweite Ableitung, mal Vektor nicht transponiert, das war ja eigentlich nur eine formale Schreibweise für zweite Ableitung, denn die beiden Vektoren eingesetzt, weil diese Schreibweise suggeriert, dass es bilinear ist. Das heißt, wir können da so die Dinge ausmultiplizieren, als wäre es tatsächlich Vektor transponiert, Matrix mal Vektor. Ja, und das bedeutet, wenn wir das Eta J minus YI, das kriegt hier ein h von vorne. Den müssten wir also schaffen, dass das noch mehr h kriegt. Also wie weit müssten wir da das Eta J minus YI einsetzen? Nun, wir müssten das so weit einsetzen, dass, wenn ich da zumindest ein h Quadrat drin stehen habe und auf der anderen Seite, also Eta J minus YI ist ja mindestens in der Größenordnung h. Das heißt, wenn wir das eine dieser Ausdrücke Eta J minus YI gibt uns mindestens noch ein H, dann haben wir ein H vor der Summe. Das heißt, den anderen Ausdruck Eta J minus YI, den müssten wir mindestens bis H Quadrat weit entwickeln. Das heißt, es reicht an den beiden Stellen Eta J minus YI bis O von H Quadrat hinzuschreiben. Da sparen wir uns den Schreibaufwand, etwas hinzuschreiben, was danach sowieso in dem O von H auf 4 Term verschwindet. Also Summe J gleich 1 bis S, BJ. Und dann habe ich genau das gleiche, was ich hier habe. Man kann, dass ich eins früher abschneiden kann. HCJF plus U von H Quadrat transponiert F2' an der Stelle YI. HCJF an der Stelle YI wie immer plus U von H Quadrat. Und Sie sehen, wenn Sie das ausmultiplizieren, die U groß O-Terme, die kriegen mindestens noch zwei weitere Hs dazu, sodass die tatsächlich zu U von H auf 4 Termen werden. Und damit das formal stimmt, ich habe hier ganz hinten, habe ich auch noch ein plus U
von H hoch 4, da sammeln wir dann alle Terme drin, die plus O von H hoch 4 werden. Ja, also multiplizieren wir die ganze Geschichte aus. Was kommt hier jetzt raus? Wir haben, probieren wir es gleich nach H-Potenzen zu sortieren, yi plus H mal F plus, jetzt kommt hier an der Stelle ein Term der Größenordnung H Quadrat. Und es gibt auch sonst keine Terme der Größenordnung H², die hier noch vorkommen, weil in diesem letzten Summanden ist alles mindestens H hoch 3. Also das heißt, hier hätten wir H². Dann haben wir F' und diese Summe BJHCJ. F, das haben wir schon vorgeholt, das F können wir auch noch vorholen, also H² F'F. Und dann haben wir hier die Summe J gleich 1 bis S BJ. CJ ist alles, was wir haben mit H². Mit H hoch 3 haben wir sowohl diesen Summanden hier als auch den letzten Summanden. Das heißt, dazu kommt jetzt H hoch 3 mal. Wir haben, wenn wir die Klammern hier auflösen, wir haben hier das H und das H². Dann haben wir hier stehen ein F' mal die Summe J gleich 1 bis S. BJ, F'F, Summe AJKCK. Das heißt, wir haben hier noch einen F', das können wir aus der J-Summe rausholen. Dann haben wir einen F' zum Quadrat, also die Jacobi-Matrix an der Stelle YI und die zum Quadrat genommen, also mit sich selbst multipliziert, mal F, das können wir auch rausnehmen aus der Summe. Und dann steht hier noch die Summe J gleich 1 bis S BJ und die Summe K gleich 1 bis S AJK CK. Ja, und der letzte Summand, der noch drin vorkommt, ist der, der hier in der zweiten Zeile steht, von einem gleicher Zeichen weiter vorne, wäre also gerade plus 1/2. Auch hier haben wir mindestens 3 H's stehen, also 1/2 H hoch 3. Und dann hätten wir hier die Summe der BJs HCJF transponiert, F2-HCJF. Nehmen wir da einmal das H mit raus, das haben wir schon, da haben wir hier ein H hoch 3. Und dann hätten wir also das CJF, F2-CJF. Das ist bilinear in den beiden Komponenten, das heißt, die CJs können wir da rausnehmen, dann steht da nur noch F transponiert, F2-F. Und das hängt ja nicht mehr von J ab, das können wir rausnehmen aus der Summe, gibt also F transponiert. F2-F und mal der Summe J gleich 1 bis S steht da ja, J gleich 1 bis S, BJ, CJ, aus beiden Komponenten ausgenommen, also BJ, CJ zum Quadrat. Und alles, was wir jetzt noch nicht hingeschrieben haben, denn Terme, die mindestens ein OH hoch 3 auf das H getroffen hat, beziehungsweise hier im OH² zweimal auf ein H getroffen hat, also alles, was jetzt noch dazu kommt, sind Terme der Größenordnung H hoch 4. Ja, damit haben wir es, diesen langen technischen Beweis, tatsächlich geschafft. Und an der Stelle wäre es jetzt tatsächlich gut, wenn es mir gelingt, das Ganze zu copy und pasten. Also probieren wir das nochmal, dass ich Ihnen das nochmal, also wir haben jetzt die Entwicklung für yi plus 1. Diese Geschichte, die wir hier haben, ist unsere Entwicklung für yi plus 1. Die bringe ich Ihnen mal auf eine neue Folie. Also das, was hier steht, war ja gerade unser yi plus 1 entwickelt in H-Potenzen. Und wir haben gesagt, das vergleichen wir mit y von xi plus 1, was wir bzw. Sie auf dem Übungsblatt ja auch entwickelt haben in H-Potenzen. Das Ganze haben wir hier noch stehen. Das ist also diese Formel, die hier ganz unten steht. Die probiere ich Ihnen auch mal zu copy und pasten. Also das heißt, hier hätten wir diese Entwicklung für das y xi plus 1. Und Sie sehen, allein diese Bilder zu bewegen, bringt meinen Rechner zusammen mit der Kameraaufnahme
gerade ziemlich ans Limit. Ich hoffe mal, der hält durch. So, also das hätten wir an der Stelle und jetzt sind sie aber ein Stück weit rausgescrollt. Also probieren wir das nochmal rüber zu ziehen. Da haben wir es. Genau, jetzt können Sie das, ja, dass das hinten ein Plus O von H4 ist, das wissen Sie zum einen und zum anderen. Das kriege ich Ihnen auch einfach so korrigiert. Also die Stellen, die Sie jetzt nicht gut sehen können, die mache ich Ihnen gerade nochmal neu. Was hier vorne stand, war Y von XI und was ganz hinten steht, ist ein Plus O von H hoch 4. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Entwicklung für das Yi plus 1 in H-Potenzen. Wir haben eine Entwicklung von dem wahren Wert. Entschuldigung, das muss natürlich Yxi plus 1 sein und nicht Y von Xi. Also wir haben eine Entwicklung von Yxi plus 1 in H-Potenzen. Und umso weiter die jetzt miteinander übereinstimmen, das ist einfach ein Artefakt von Copy und Pasten gewesen, umso weiter die jetzt miteinander übereinstimmen, umso mehr H-Potenzen stimmen ein. Das heißt, umso eine größere H-Potenz hat der Fehler. Also was wir hier dran jetzt direkt sehen können, ist, dass Yi plus 1 minus Y von Xi plus 1. Da hebt sich auf jeden Fall das Yi plus HF weg und Sie sehen bei dem, und das, was übrig bleibt, ist auf jeden Fall schon mal nur noch der Größenordnung O von H Quadrat. Das heißt, jedes Rom-Kutta-Verfahren hat mindestens Konsistenzordnung 1. Und das liegt natürlich daran, dass wir diese Minimalvoraussetzung hatten, Summe BJ gleich 1 und Summe der AJKs ist gleich CJ. Die hatten wir benutzt in der Herleitung schon. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir hier auch kein O von H Quadrat, sondern nur vielleicht ein O von H und hätten damit noch nicht mal Konsistenzordnung 1. Also Minimalforderung gibt uns gerade, dass Konsistenzordnung 1 da ist. Da wir gesagt haben, Minimalforderung gehört zum Rom-Kutta-Verfahren, haben wir also mindestens Konsistenzordnung 1 dabei. Nun, was brauchen wir für die nächste Konsistenzordnung? Wir wissen außerdem, Yi plus 1 minus Y von Xi plus 1. Das ist auch noch U von H hoch 3, wenn dieser grün unterkringelte Summand und dieser grün unterkringelte Summand, wenn die auch noch bei beiden das gleiche rauskommen würden, dann wäre das, was dahinter kommt, O von H hoch 3. Das heißt also, wenn die Summe von BJ, CJ, wenn die gleich 1 ist, dann klappt das Ganze. Also wenn die Summe von BJ, CJ, wenn die gleich 1 ist, für J gleich 1 bis S, dann haben wir auch die Konsistenzordnung 2. O von H hoch 3 hieß ja gerade Konsistenzordnung 2. Und Sie sehen, dass es natürlich auch andersrum gelten muss, denn Sie haben ja bei der Konsistenzordnung, dass für jede rechte Seite gelten muss, dass es O von H hoch 3 ist. Und wenn Sie jetzt ein F-F haben, was nicht 0 ist, weil wenn so eine BJ, CJ nicht 1 ist, dann kann man an dieser Stelle an der H-Quadratpotenz was anderes raus, wenn nicht gerade F-F gleich 0 wäre. Und da es natürlich rechte Seiten gibt, für die F-F nicht gleich 0 ist, bedeutet das an der Stelle, haben Sie sogar den genau dann wenn. Und damit ist also B gezeigt. Ja, und dasselbe mit dem letzten Term. Wenn Sie möchten, dass Yi plus 1 minus Y Xi plus 1, dass das gleich O von H hoch 4 ist, dann gilt das, wenn, also die Terme mal rot, in diesen roten Summanden, die hier bei dem H hoch 3 stehen, wenn diese beiden roten Summanden und dieser rote Summand hier, wenn da jeweils das gleiche steht. Und was müsste dafür also gelten? Dafür müsste gelten, dass das, was hier oben steht, also diese Summe J gleich 1 bis S, BJ, Summe AJK, CK, K gleich 1 bis S, das war hier auch beim Copy und Pasten abgeschnitten worden, da müsste rauskommen gleich, das ist der Term mit F2-Quadrat F, also ein Sechstel müsste an der Stelle rauskommen. Und bei dem zweiten roten Term in den ersten beiden Zeilen
ein halb mal die Summe bj cj Quadrat j gleich 1 bis s. Da müsste rauskommen, das müsste diesem entsprechenden Term hier sein mit 1 Sechstel. Das heißt, hier müsste rauskommen gleich ein Drittel. Und auch hier gilt wiederum, ja, das Ganze ist wieder eine genau dann Wenn-Aussage, denn Sie können sich natürlich Funktionen rechte Seiten basteln, wo jeweils einer der beiden Terme nicht 0 ist und der andere der beiden Terme gleich 0 ist, sodass auf die Art und Weise das nur dann erfüllt sein kann für alle rechten Seiten, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Also auch das ist wieder eine genau dann Wenn-Aussage und das war ja gerade das, was in C behauptet war. Das heißt, mit dieser langen, hässlichen Rechnung, die aber letztlich nur darin besteht, geschickt Taylor anzuwenden. Also wir wenden Taylor an für die Formel für yi plus 1 und wir wenden, also für die, Entschuldigung, wir wenden Taylor an für die Formel von y von xi plus 1, also wir taylern das yxi plus 1 durch den Punkt y von xi, da tauchen dann die ganzen Ableitungen von y auf an der Stelle xi, die können wir ausdrücken durch die ganzen Ableitungen von f. Auf die Art und Weise kriegen wir eine beliebig lange Taylor-Reihe für das y von xi plus 1 raus. Und genauso kriegen wir eine beliebig lange Taylor-Reihe für das yi plus 1 raus, indem wir sagen, wir nehmen uns unsere Formel für die Ethos, kriegen dadurch die entsprechende H-Potenzreihe bis zu einem gewissen H raus, je nachdem, wie viel wir schon wissen über die Ethos. Und wenn wir es wieder einsetzen, kriegen wir es für eine H-Potenz mehr raus. Also Sie kriegen auf die Art und Weise, wäre das jetzt eine reine Rechenübung, wo Sie tatsächlich bis zu einer beliebigen großen Ordnung H das Ganze nachrechnen könnten. Ich führe Ihnen das deswegen nicht vor, weil das, also allein das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist schon relativ lang und technisch und hässlich geworden. Und wenn ich Ihnen das jetzt noch bis zur nächsten Ordnung zeigen würde, würden immer mehr Terme auftauchen, es würde immer länger, immer technischer werden. Und typischerweise, also bis zu dieser Stelle, da hält die eigene Geduld meistens noch durch, diese Rechnung durchzuführen, schon wenn Sie probieren, die Ordnungsbedingungen der Ordnung 4 herzuleiten, dann ist es typischerweise so, dass es auf diese Art und Weise nicht mehr wirklich Spaß macht, sondern dann bräuchten Sie einen etwas systematischeren Ansatz. Und was Sie dafür bräuchten, das möchte ich Ihnen gerne noch zusammenfassen, wäre insbesondere an dieser Stelle, wo wir das y von xi hergeleitet haben. Sie müssten sich überlegen, was tauchen da für f-Terme mit auf. Das heißt, Sie müssten sich überlegen, Sie haben die höheren Ableitungen von f jeweils mit Kettenregel abgeleitet, gibt dann jeweils Summen von Termen, wo dann jeweils ein Term da drin abgeleitet wurde. Das heißt, das müsste man sich überlegen, wie man da systematisch dran geht. Und das kann man tatsächlich sehr systematisch machen. Das Ganze läuft in der Literatur unter dem Stichwort Butcher Trees, also Bäume, Graphenbäume, Sie überlegen sich die Terme, die hier auftauchen in den Kettenregeln, die können Sie in einer ganz einfachen Art und Weise einem kleinen Graphen zuordnen und dann ist das, was passiert bei der Ableitung von dem Kettenregel, können Sie sehr einfach eine graphentheoretische Sprache überführen. Also im Wesentlichen sieht das so aus, dass das F, was Sie da haben, ist ein Knoten von einem Baum. F'F ist ein Baum, der aus einem Knoten und einem noch mal dran gehängten Knoten besteht. F2' ist ein Baum mit zwei Knoten, wo dann jeweils das entsprechende F mit dran hängt und das F' zum Quadrat F ist Knoten, dahinter noch ein Knoten, dann der Endknoten für das F. Und dann kann man sich überlegen, was bedeutet für die Bäume das Ableiten. Das geht dann nach einer sehr einfachen Regel, im letzten lässt sich jeden Knoten im Baum nach einer gewissen Regel zu ersetzen und dadurch können Sie systematisch dieses y von xi plus 1 bis zu einer sehr, sehr hohen Ordnung mit Zettel und Stift hinschreiben und Sie können es vor allen Dingen auch im Computer sehr, sehr leicht beibringen, wie dieses y von xi plus 1 bis auf eine sehr hohe H-Potenz aussieht. Das möchte ich Ihnen in der Vorlesung nicht vorführen, aber ich denke, Sie glauben mir, dass man das systematisch machen kann und Sie können letztlich dem Computer beibringen, dieses y von xi plus 1 zu taylern und dann kriegen Sie diese zweite Zeile hier in beliebig hoher Ordnung von dem H entwickelt. Entsprechend beim yi plus 1, auch da ist alles, was Sie bräuchten für diese Entwicklung, ist die Taylor-Reihe von f, die kennt man, und dieses immer wieder einsetzen. Das können zum Beispiel Computer-Algebra-Systeme machen. Das heißt, mit einem Computer-Algebra-System kriegen Sie auch für das yi plus 1 in beliebig hoher Ordnung das Ganze entsprechend entwickelt in den H-Potenzen. Das heißt, auf die Art und Weise können Sie entweder selber systematisch mit Zettel und Stift und viel Zeit oder aber mit Hilfe des Computers können Sie sich wirklich die Ordnungsbedingungen beliebig hoher Ordnung eingeben lassen. Das noch kurz in der Bemerkung zusammengefasst, dafür mache ich kein eigenes Video, auch wenn das jetzt schon relativ lang geworden ist, hängen wir das hier noch hinten dran, einfach weil Sie jetzt noch vor Augen haben, wovon ich hier spreche bei den Ordnungsbedingungen. Also das heißt, Bemerkung Teil A, wir können mit einem systematischen Vorgehen das beliebig hohe Ordnung erzeugen, also mit
systematischeren Vorgehen. Schreibt man dazu und Computereinsatz, denn das möchten Sie irgendwann nicht mehr mit der Hand machen. Können Sie Ordnungsbedingungen, beliebig hoher Ordnung, herleiten. Das heißt, wir können wirklich eine beliebig hohe Ordnung von Brunnen-Kutta-Verfahren, können Sie ansehen, dass ja, das hat diese Ordnung, indem Sie sagen, okay, ich überlege mir, welche Gleichungen müssten gelten für diese A, B und C. Das werden immer mehr Gleichungen, die dann zu gelten haben. Es ist nicht mal eine oder zwei, die dann dazukommen in einer neuen Ordnung, sondern das Ganze explodiert Ihnen ziemlich exponentiell, weil das können Sie vielleicht so ein bisschen händwägelnd schon sehen, bei dieser Anwendung von der Kettenregel ist. Umso mehr Ableitungen Sie da, höhere Ableitungen Sie da haben, umso mehr Terme stehen da drin. Bei der Kettenregel müssen Sie jeden einzelnen dieser Terme ableiten. Das heißt, da werden immer, immer längere Summen mit immer, immer längeren Termen. Das heißt also dafür, dass Sie immer mehr Ordnungsbedingungen rauskriegen. Also um noch eine Ordnung weiterzukommen, müssen Sie eine ganze Reihe von neuen Gleichungen lösen. Nun machen wir das ja typischerweise nicht deswegen, um zu schauen, ja, uns lässt jemand Brunnen-Kutta-Verfahren vom Himmel fallen und wir rechnen nach, ob dieses Brunnen-Kutta-Verfahren diese oder jene Ordnung hat. Sondern typischerweise macht man das, um Brunnen-Kutta-Verfahren hoher Ordnung zu konstruieren. Und dann müssten Sie sich überlegen, sind diese Gleichungen denn erfüllbar? Also gibt es denn Koeffizienten A, B, C, die diese Ordnungsbedingungen erfüllen? Und das ist nicht ganz trivial, das ist erstmal nicht klar, ob das geht. Und das sind ja nicht lineare Gleichungen in A, B und C. Was Ihnen allerdings sehr zugutekommt an der Stelle, ist, dass die Stufenzahl ja noch was ist, ein Freiheitsgrad ist, an dem Sie spielen. Also selbst wenn Sie eine unglaubliche Menge nichtlineare Gleichungen haben in den A's, B's und C's, ist es typischerweise ja so, das werden Sie mir vielleicht anschaulich glauben, wenn Sie nur genug von den Variablen, genug Unbekannte einführen, dann sind diese Gleichungen werden irgendwann lösbar sein. Das ist nicht trivial, ist das. Also wie gesagt, das muss nicht so sein. Wir könnten das Pech haben, dass sich die Ordnungsbedingungen für Ordnung 4 und die Ordnungsbedingungen für Ordnung 5, dass die sich einfach widersprechen und dann wird es nicht mehr gehen. Das tritt aber nicht auf und tatsächlich können Sie Verfahren beliebig hohe Ordnung konstruieren. Sie brauchen dann eben nur entsprechend viele Stufen dazu. Also mit systematischem Vorgehen können Ordnungsbedingungen beliebig hohe Ordnung herleiten. Man kann zeigen, das führe ich Ihnen an der Stelle in der Vorlesung nicht vor, aber das kann man sich überlegen, dass Verfahren beliebig hoher Ordnung existieren. Also Sie können, es gibt Brunnen-Kutta-Verfahren der Ordnung 1000, 10.000, könnten Sie theoretisch konstruieren. Für die Verfahren, die wir schon kennengelernt haben in der Vorlesung, reichen die Ordnungsbedingungen, die wir bisher kennengelernt haben. Also Ordnung der Verfahren dafür reichen diese Bedingungen, die ich Ihnen gezeigt habe. Das wird Übungsaufgabe 6.1 sein, dass Sie das entsprechend einmal nachrechnen für all diese Verfahren. Implizite Mittelpunktsformel, Frank-Nicholson und entsprechend die expliziten Varianten von den beiden. Da rechnen Sie das dann nach. Nun, die Frage ist, ja, also wir kommen zu einer beliebig hohen Ordnung, wir zahlen dafür natürlich einen Preis, nämlich die Stufenzahl wird auch entsprechend immer größer werden. Wir kriegen immer mehr Gleichungen als Ordnungsbedingungen, die wir erfüllen müssen. Entsprechend werden wir immer mehr Stufen brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben, das Ganze zu erfüllen. Die Frage ist, wie hoch kommen wir mit einer gewissen Stufe? Da kennen Sie schon etwas. Sie wissen nämlich aus Übungsaufgabe 4.3, da gab es diesen Zusammenhang mit den Quadraturformeln, was auch gerade diesen Summa AJ BJ Geschichte, so eine AJCJ-Geschichte entsprach, die wir davor hatten. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal nachschlagen, welche das war. Da müssten Sie die Summe BJCJ, das war die Geschichte, die Summe BJCJ und Summe BJCJ Quadrat und so weiter. Das hängt gerade damit zusammen, dass Sie Monome exakt integrieren. Das hängt also gerade zusammen mit dem Exaktheitsgrad von Quadraturformeln. Und da haben Sie gezeigt in Übungsaufgabe 4.3, dass ein S-stufiges Brunnen-Kutta-Verfahren, dadurch, dass die zugehörige Quadraturformel dann nur höchstens Exaktheitsgrad 2S-1 haben kann, folgt Übungsaufgabe 4.3, S-stufiges Brunnen-Kutta-Verfahren kann höchstens
2s haben. Also an der Stelle gibt es eine harte Grenze. Sie kommen nicht über diese Ordnung 2s mit s-Stufen. Also Sie brauchen mindestens halb so viele Stufen, wie Sie Ordnung haben wollen. Tatsächlich gilt für explizite Runge-Kutta-Verfahren, ist es noch ein bisschen schlimmer. Das werden wir sehen im Abschnitt 1.5 im Skript und entsprechend hier in einem der späteren Videos. Also wir werden zeigen, explizite Runge-Kutta-Verfahren, da ist das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Die haben nämlich höchstens Ordnung gleich Stufenzahl. Also an der Stelle gibt es schon mal den ersten kleinen Nachteil von expliziten Verfahren. Wir schleppen ja die ganze Zeit die impliziten Verfahren mit uns rum. Das hat uns gerade wieder den Beweis ein bisschen erschwert, weil diese Formel für die Etas nur implizit war. Und die Frage ist immer noch, das werden wir aber noch in einem der nächsten, also das ist glaube ich direkt das übernächste Video, was kommen wird, in dem werden wir dann endlich die Frage beantworten, warum die impliziten Verfahren, was die denn haben, warum wir die ganze Zeit auch mitschleppen und auch gerne behandeln möchten. Nun ist die Frage, was nimmt man in der Praxis mit für ein Verfahren. Und das Erste, was man sich denken könnte, wäre, wir nehmen ein Verfahren von einer möglichst hohen Ordnung. Eine möglichst hohe Ordnung heißt, wir haben eine möglichst hohe Konvergenzgeschwindigkeit gegen die wahre Lösung. Und das ist super. Das ist auch erstmal jeden Mehraufwand wert. Sie könnten sich überlegen, da hat ein Verfahren, das hat vielleicht mehr Stufen und hat dafür Konsistenzordnung und Konvergenzordnung 2. Und Sie haben irgendwie das einfache explizite Euler. Das hat überhaupt nur die eine Stufe, ist ganz einfach zu berechnen, hat Konvergenzordnung 1. Dann kann man sich erstmal überlegen, dass ein Mehraufwand sich asymptotisch immer lohnt für mehr Konvergenzordnung. Also wenn Sie sich überlegen, Sie haben ein Verfahren der Konvergenzordnung 2, dann heißt das, wenn Sie Ihren Aufwand verdoppelt, also doppelt so viele Schritte, nehmen für das Verfahren, dann viertelt sich entsprechend Ihr Fehler. Also für eine Viertelung des Fehlers brauchen Sie nur eine Verdoppelung des Aufwands. Selbst wenn Ihr Startaufwand für das Verfahren ganz, ganz furchtbar hoch ist, also was wie expliziten Euler, also Konvergenzordnung 1, müssten Sie, um Ihren Fehler zu vierteln, Ihren Aufwand vervierfachen. Also wenn Sie ein Verfahren haben, was ganz, ganz furchtbar aufwendig ist, ganz, ganz viele Stufen hat, dann hat das zwar einen ganz hohen Aufwand, aber Sie müssen den Aufwand einfach nur verdoppeln, um entsprechend Ihren Fehler zu vierteln oder mal 1 durch 2 hoch Konsistenzordnung zu nehmen. Und beim expliziten Euler-Verfahren oder bei einem Verfahren niedrigerer Ordnung würden Sie entsprechend mit jeder Verdopplung des Aufwands, mit jeder Halbierung der Schrittweite weniger gewinnen. Das heißt, egal wie viele Stufen Sie nehmen, egal wie kompliziert diese Verrechnung der Stufen ist, dieser Mehraufwand, den Sie machen, der ist proportional, also der verhält sich proportional mit der, bezüglich der Halbierung des Haars, während sich Ihr Fehler entsprechend in einer höheren Potenz bewegt. Das heißt, ein aufwendigeres Verfahren mit einer höheren Konsistenzordnung gewinnt irgendwann gegen ein Verfahren mit einer niedrigeren Konsistenzordnung, weil irgendwann, also eine gewisse Genauigkeit, erreichen Sie mit dem Verfahren höherer Konsistenzordnung, erreichen Sie damit nur geringeren Aufwand. Nur die Frage ist, welcher Fehler das ist. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie basteln sich ein Verfahren, was Wochen braucht, um einen Schritt zu machen, aber es hat dafür eben Konsistenzordnung 10.000. Dann würde dieses Verfahren irgendwann, also das würde natürlich am Anfang viel, viel länger brauchen als explizites Euler. Das gibt Ihnen weit unter der Woche schon eine gewisse Genauigkeit aus. Aber es würde irgendwann für ganz, 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 ganz furchtbar kleine Fehler, also wenn Sie jetzt immer kleinere Schrittweiten machen, haben Sie irgendwann einen Fehler, den Sie erreichen können mit Ihrem höheren Ordnungsverfahren, können Sie das schneller erreichen als mit explizitem Euler. Nur wenn dieser Fehler im Bereich liegt von 10 hoch minus 10.000, dann interessiert es den Ingenieur natürlich nicht. Das heißt, der Ingenieur, der möchte, den interessiert es nicht, ob er die hundertste Kommastelle mit ihrem ganz furchtbar aufwendigen Verfahren schneller erreichen kann als mit seinem einfachen Verfahren. Der möchte typischerweise ja, vielleicht die ersten 3, 4, 5 oder vielleicht noch 8 Kommastellen richtig haben. Das heißt, in der Praxis ist es so eine gewisse Abwägung. Bringt mir denn mehr an Konsistenzordnung? Sehe ich das wirklich noch in der Praxis? Oder ist das mehr an Konsistenzordnung, was ich da habe? Sorgt das nur dafür, dass ich irgendwelche Kommastellen schneller berechnen könnte, die ich sowieso nicht haben will? Und an der Stelle verlassen wir dann also die rigorose Mathematik und die rigorosen Aussagen über asymptotische Konvergenzgeschwindigkeiten. Es geht in so eine gewisse Heuristik rein. Ja, bis zu welcher Ordnung bringt es einem noch was in der Praxis?
Und ein, ja, zumindest sehr populäre Möglichkeit ist zu sagen, oder eine sehr, sehr populäre Wahl da ist, wo Sie, wenn Sie zum Beispiel MATLAB fragen, was soll ich nehmen, einfach meine gewöhnliche Differentialgleichung, was wäre da der Standardlöser, dann machen das typischerweise, wenn Sie sonst keinerlei besonderen Anforderungen haben, dann sagt man typischerweise ein Verfahren der Ordnung 5. Das lohnt sich noch, höhere Ordnung lohnt sich nicht mehr, niedrige Ordnung ist ja, da sehen Sie noch einen Unterschied. Das ist so das, was sich, aber wie gesagt, ohne dass es dafür wirklich irgendwie einen mathematisch harten Beweis gibt, aber das ist so was, was ich in der Praxis als vernünftiger Kompromiss zwischen hoher Ordnung, aber nicht zu viel Aufwand eingebürgert hat. Und das ist die ja wahrscheinlich populärste explizite Hohen-Kutter-Methode und das ist das sogenannte Verfahren von Dorman und Prinz. Das möchte ich Ihnen nicht aufschreiben. Wir haben die Koeffizienten, gebe ich Ihnen entsprechend im Skript. Also populär ist die Methode von Dorman und Prinz. Und das ist eine Methode, die ein sechsstufiges explizites Runge-Kutta-Verfahren ist und Ordnung 5 hat. Und an der Stelle bleibe ich Ihnen tatsächlich was schuldig in der Vorlesung, das werde ich auch nicht mehr auflösen. Also die Koeffizienten von dem Verfahren, die gebe ich Ihnen zumindest noch im Skript, dass dieses Verfahren tatsächlich Ordnung 5 hat. Um das nachzurechnen, müssten wir eigentlich diesen Beweis, den wir heute gemacht haben, in diesem Video gemacht haben, müssten wir bis zur Ordnung 5 weitertreiben. Und das ist aber eine irrsinnige technische Arbeit. Das heißt, ich führe Ihnen das nicht vor. Also ich bleibe Ihnen in der Vorlesung tatsächlich schuldig, dass das Verfahren, was ich Ihnen da im Skript angebe, dass das tatsächlich Ordnung 5 hat. Und verweise da auf Handwaving. Sie könnten, so wie wir es gerade gemacht haben, die Ordnungsbedingungen auch für Ordnung 4 und Ordnung 5 nachrechnen. Und dann könnten Sie da die Koeffizienten einsetzen von diesem Verfahren von Dorman und Prinz. Und Sie würden tatsächlich rauskriegen, ja, das Ding hat tatsächlich Ordnung 5. Wenn wir jetzt noch für Ordnung 6 die Bedingungen herleiten und das da einsetzen, kriegen wir raus, nee, Ordnung 6 hat es tatsächlich auch nicht. Ich skizziere Ihnen das kurz, dann einfach nur, ohne Ihnen da die Zahlen wirklich hinzuschreiben, einfach nur mit Sternchen. Das Ganze ist ein explizites Verfahren, also wenn wir dieses Tableau, unser ABC-Tableau vom Runge-Kutta-Verfahren da hinschreiben, ist also an der obersten Zeile, das ist das A, was hier steht, muss eine untere linke Dreiecksmatrix sein. Wir lassen die Nullen einfach weg, das heißt, oben die erste Stufe, die es nimmt, die ist einfach das letzte Yi selber. Dann aus der ersten Stufe wird eine Stufe, also Eta 1 ist einfach Yi selber. Eta 2 berechnet sich dann aus Yi mit irgendwelchen Gewichten. Und entsprechend haben wir hier so ein Verfahren mit einer unteren linken Dreiecksmatrix für das A und gewissen Koeffizienten drin, wobei es eine sehr schöne Geschichte ist, dass diese Koeffizienten tatsächlich alle rational sind. Das heißt, das sind Brüche. Sie können das Verfahren auch noch in exakter Arithmetik anwenden, wenn Sie das möchten. Und entsprechend 1, 2, 3, 4, 5, 6, sechsstufiges Verfahren. Also wir haben hier sechs Werte für die B, sechs Werte für die C, sechs Werte für die B, eine 6-Kreuz-6-Matrix, bei denen ich Ihnen die Nullen der Einfachheit halber einfach weggelassen habe. Ich skizziere sie Ihnen noch dran. Das wäre entsprechend unsere Matrix A. Das nimmt man also gerne in der Praxis und sagt, ja, bis zu der Ordnung, da lohnt sich das noch mit dem Mehraufwand, mit den vielen Stufen. Das sieht man auch irgendwie in der Fehlerasymptotik. Wenn mir der Fehler nicht so wichtig ist, wenn ich vom Fehler her nicht so genau sein will, gibt es noch ein populäres Verfahren zweiter, dritter Ordnung. Es gibt noch ein populäres Verfahren, das bis zur 13. Ordnung hochgeht, wenn Sie einen ganz furchtbar kleinen Fehler haben wollen. Aber typischerweise ist dieses Verfahren von Dorman und Prinz zählt als ein sehr guter Kompromiss, was Ihnen ja eine gute Konsistenzgeschwindigkeit, eine gute asymptotische Konvergenzgeschwindigkeit gibt und aber trotzdem gleichzeitig noch nicht zu viel Aufwand macht, um wirklich dann den Fehler zu erreichen, den Sie gerne erreichen möchten. Was man dabei noch macht, ist etwas, was wir eben auch auf dem Übungsblatt gezeigt haben. Man kombiniert dieses Verfahren nämlich mit einem Verfahren niedrigerer Ordnung zur adaptiven Schrittweitensteuerung. Das heißt, Sie könnten dieses Verfahren einfach anwenden für äquidistante Schrittweite und dann wissen Sie, wenn Sie den Schrittweite halbieren, Ordnung 5 heißt, Ihr Fehler geht 1 durch 2 hoch 5. Das heißt, ein 32. macht Ihr Fehler, wenn Sie die Schrittweite halbieren.
Typischerweise ist es aber so, dass wenn Sie eine Differentialgleichung lösen, dann gibt es da Zeiten, in denen viel passiert, es gibt Zeiten, in denen wenig passiert. Und um diese Zeiten zu finden, können wir große Schrittweiten machen und schnell sein, wo müssen wir kleine Schrittweiten machen und genauer sein, macht man das typischerweise so, wie auf dem Übungsblatt beschrieben, dass man das Ganze kombiniert mit einer Methode der Ordnung 4. Und das möchte ich Ihnen noch gerne erzählen, diese Methode der Ordnung 4. Nun, da wäre erstmal eine naheliegende Variante, wäre zu sagen, naja gut, dann probiere ich mir halt ein Verfahren der Ordnung 4 zu basteln. Da brauche ich dann wahrscheinlich keine 6 Stufen mehr, sondern, wenn wir das schon gezeigt hätten, für die expliziten Verfahren mindestens 4 Stufen würde ich brauchen. Also ich könnte jetzt probieren, mit vielleicht 4 oder 5 Stufen bastle ich mir ein Verfahren der Ordnung 4. Und dann mache ich immer mein Verfahren der Ordnung 5, Verfahren der Ordnung 4, vergleiche das Ganze wie in der Programmieraufgabe auf dem Übungsblatt, berechne mir daraus schätze mir daraus den Fehler ab und entscheide dann, ob ich den Schritt besser nochmal machen sollte mit einer kleineren Schrittweite. Das kann man so machen. Das hätte aber den Nachteil, dass dieses Verfahren der Ordnung 4, dass Sie das einfach als echten Mehraufwand haben. Also für dieses Verfahren der Ordnung 4, was dazu kommt, müssten Sie wieder irgendwelche Etas ausrechnen. Sie müssten dazu das F an irgendwelchen Stellen Etas ausrechnen und die ganzen Dinge dann miteinander verrechnen. Und das ist was, was man sich typischerweise gerne sparen möchte. Wir möchten das F möglichst wenig auswerten, weil in dem F eine ganze Menge Aufwand drinstecken kann. Diese rechte Seite der Differentialgleichung kann sehr hochdimensional sein. Da kann wiederum ein Computerprogramm dahinter stecken, was für jede Auswertung von F erstmal sehr lange braucht. Oder wenn das sehr hochdimensional ist, dann vielleicht die Berechnung mit den einzelnen Stufen, auch diese ganzen, das sind ja alles nur lineare Berechnungen, aber auch die können natürlich aufwendig sein. Und deswegen macht man einen Trick. Man kombiniert das Ganze nämlich üblicherweise, schreiben wir das mal so hin, üblicherweise kombiniert mit einem Umkutterverfahren der Ordnung 4. Und anstatt dass man sagt, ich brauche nur Ordnung 4, dafür kann ich was nehmen, was weniger Stufen hat, mache ich das andersrum und sage, ich möchte mir gar keine zusätzlichen Stufen berechnen. Ich nehme einfach die Stufen, die das ursprüngliche Verfahren schon hatte. Das heißt, ich nehme genau dieselben Stufen, genau die 6 Stufen, die mein Dormant-and-Prince-Verfahren hatte. Zu diesen 6 Stufen nehme ich sogar noch eine 7. Stufe dazu, aber auch eine, die kostenlos ist. Ich nehme mich als 7. Stufe einfach noch mit dazu, das, was mir die Methode von Dormant and Prince gegeben hat. Also ich merke mir bei der Methode von Dormant and Prince die Stufen, die es ausgerechnet hat und das, was am Ende als Endergebnis rauskam und nehme das als 7 Stufen für ein Verfahren. Diese 7 Stufen kombiniere ich noch mal neu und ich kombiniere mir die so, dass am Ende eine Methode der Ordnung 4 bei rauskommt. Also in diesem grafischen Bild hier skizziert ist das, was ich mache, ist, die letzte Zeile steht ja gerade dafür, wie ich aus den 6 Stufen von meinem Dormant-and-Prince-Verfahren mir das Ergebnis des Dormant-and-Prince-Verfahren mache. Das mache ich in meinem 7-stufigen Verfahren auch, aber ich nenne das Stufe. Das heißt, diese Zeile hier, die wird mit einer 1 vorne, weil so mit der BJ ist ja immer gleich 1, also die BJs werden zu neuen AJ. AJKs, das entsprechen die Summe gleich 1 haben. Und damit habe ich mir ein 7-stufiges Verfahren gebastelt, was dann entsprechend diese 7 Stufen anders kombiniert. Im Skript gebe ich Ihnen für beide Verfahren gebe ich Ihnen die entsprechenden Werte an, was das dann anders kombiniert, diese 7 Stufen, sodass wir am Ende nur Ordnung 4 bekommen. Und das Besondere an der Stelle ist, das sieht erstmal vielleicht dämlich aus. Warum nehmen Sie ein Ordnung 4-Verfahren mit 7 Stufen? Es gibt ja wahrscheinlich Verfahren, also gibt es tatsächlich der Ordnung 4, die weit weniger brauchen als 7 Stufen. Aber das Besondere ist, dass diese 7 Stufen, die Sie da verwenden, das sind welche, die Sie umsonst kriegen. Das sind nämlich einfach die 6 Stufen und das Endergebnis von Dormant and Prince. Das heißt, Sie brauchen keine zusätzlichen Aufwand, gar keine zusätzlichen F-Auswertungen, keinen zusätzlichen Aufwand, um die Stufen zu berechnen. Das Einzige, was Sie noch machen müssen, ist am Ende nochmal eine Linearkombination zu bilden über die vorher schon berechneten Stufen, das vorher schon berechnete Ergebnis und die nochmal neu zu kombinieren. Und damit, also üblicherweise kombiniert hiermit zur schrittweiten Steuerung. Und die zeigen wir Ihnen auf Übungsaufgabe 5.4. Ja, und dieses Verfahren, das ist so das, wo man sagen würde, das ist die Default-Methode. Also wenn ein Ingenieur eine Differentialgleichung lösen möchte und er macht das nicht sowieso mit expliziten Euler, sondern er nimmt irgendein Programmpaket,
zum Beispiel MATLAB dafür, dann ist der Standardlöser für MATLAB, für gewöhnliche Differentialgleichung, ist dieses Verfahren hier. Und das heißt typischerweise entweder DOPRI 5 für Dormant and Prince und Ordnung 5 oder aber in MATLAB heißt das auch einfach ODE 4, 5 und die 4 und die 5 stehen entsprechend dafür, dass wir eine Methode 5. Ordnung haben, wobei zur Schrittweitensteuerung eine Methode 4. Ordnung mit verwendet wurde. Und dieser Trick, dass wir an der Stelle hier dieses Verfahren niedrigerer Ordnung gebastelt haben, indem wir einfach die Stufen des Verfahrens höherer Ordnung zusammen mit dem Endpunkt, der rauskam, benutzt haben. Das nennt man auch den FSAL-Trick, First Same as Last, weil nämlich gerade die, ja, das, was Sie da verwenden, für die eine Methode etwas ist, was Sie für die andere Methode sowieso gebraucht haben. Und das ist ein sehr elegantes Vorgehen, weil Sie auf die Art und Weise Ihre Kontrollmethode, die sieht zwar erstmal blöd aus, die braucht sehr viele Stufen für eine relativ geringe Ordnung, aber es sind eben Stufen, die kostenlos sind. Und das ist was, was an der Stelle wirklich viel wert ist. Ja, damit haben wir einen gewissen Abschluss erreicht mit diesem wahrscheinlich sehr lang gewordenen Video. Haben wir nämlich jetzt wirklich nicht nur Verfahren entwickelt, die diese gewöhnlichen Differentialgleichungen lösen, sondern jetzt sind wir am Stand der Technik angelangt für die Default-Löser. Also wenn Sie einen Ingenieur fragen, wenn ein Ingenieur Sie fragt, welches Methode soll ich nehmen, empfehlen Sie ihm DOPRI 5 bzw. ODE 4.5, je nachdem welches Programm er nimmt, heißt es manchmal so und manchmal so. Und damit wird er meistens schon glücklich sein. Was noch offen ist, ist, ja, was machen wir, also gibt es vielleicht auch Anwendungen, wo die impliziten Verfahren besser sind. Und das andere, was noch offen ist, ist die Frage, alles, was wir hier gemacht haben, war ja immer unter Generalvoraussetzungen. Was ist, wenn der Ingenieur zu Ihnen kommt und die Differentialgleichung, die er hat, die erfüllt gar nicht die Generalvoraussetzung. Und diese beiden Punkte, die werden wir in den nächsten Videos besprechen. Vielen Dank.